Was ist jetzt passiert? Warte, warte, warte. Du bist auf Aufnahme gegangen. Passt schon? Ach, herrje. Warte mal, Das wie kann passt. ich das denn wieder ändern? Nee, das lass ruhig laufen. Das ist so. Dann kannst du es einfach nochmal anhören oder mir stellen es Ja, rein, okay. nachdem, ob es gut ist oder nicht gut ist. Du hast recht, du hast recht. Alles Ne? gut. Das ist nur, Ich. wenn du einschaltest, kriege ich ja Mitteilung, dass du die Aufnahme eingeschaltet Nein, hast. guck mal hier, ich habe hier auf das Herz gehen wollen. Ich wollte wissen, was das für ein Herz da an der Seite ist, das da ewig punkt. Hast du das Das auch? ist seltsam. Ja, da kannst du Smileys noch mit dazu machen, kommentieren. Ah, okay, weil das punkt hier andauernd, deshalb habe ich geguckt, was ist das? Aber okay, alles gut. Ja, ist aber jetzt hat sich die Das. Aufnahme eingeschaltet. Was du auch immer gemacht hast, dann hat es so sein sollen. Ja. Ja, das stimmt. Okay, ich verstehe. Genormte der Menschen, die wir uns ausdenken. Okay, die Es sind so und in der Regel dreht es sich bei sind im ihnen Grunde auch um ein das Traum. Thema. Es ist eigentlich alles wirklich so unendlich einfach. Und das Spiel, sich selber zu beobachten, wie man reagiert. Dass das, was du erlebst, besteht aus Reizauslösern. Das habe ich so oft gesagt. Das sind Reizauslöser. Das ist einmal der erste ein Reizauslöser, wo du gar keinen Einfluss drauf hast. Wenn zum Beispiel jetzt Klingelingeling in dir auftaucht, weil, schon normal gesprochen, weil das Handy klingelt. Ja. Es klingelt und du denkst an dein Handy oder du denkst an die Haustürglocke oder du denkst an der Kirchenglocke. Und dort die Geräusche, das alles, was ist ja jetzt auftaucht, wenn du in der Transversalen lebst, da haben wir Ja. so oft die Beispiele gehabt, ist es ein Riesengemisch, was du hast von Reizauslösern, wo du keinen Einfluss drauf hast und Reaktionen auf die Reizauslöser. Und diese Reaktionen bauen wieder neue Vorstellungen auf. Denk Das an ist mir mein alles kleines Beispiel, wo bewusst. ich gesagt habe, da kann zum Beispiel bloß ein kleines Gefühl in dir auftauchen und du sagst jetzt, ich muss mal Brot machen. Der Gedanke, den du jetzt denkst, ist ja eine Reaktion auf ein Gefühl, das in dir auftaucht ist. Exakt. Und genauso ist es, wenn du jetzt irgendwie, das ist, pass auf, es ist, du musst so absolut im Jetzt sein, dass du wirklich dir bewusst machst, auch dieses, was ich so oft erzählt habe, dieses Konstruieren von Vergangenheit. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel dich frage, normal gesprochen, du fährst jeden Tag auf die Arbeit oder zum Einkaufen ein gewisses Stück, da fährst du über Kreuzungen, stehen an diesen Kreuzungen Wegweiser. Und sobald du jetzt das denkst, es geht jetzt nicht einmal, dass du Bilder aufbaust, sondern bloß, wenn du jetzt an die Kreuzungen denkst als Ganzes und du stellst dir im selben Moment, das ist ja immer jetzt die Frage, ob da Wegweiser stehen, legst du eigentlich schon die gedachten Wegweiser, die du dich jetzt fragst, ob die dort stehen, über die Kreuzung drüber, die du dir jetzt als Blackbook ausdenkst. Das Und ist das der Punkt. bedeutet was? Das bedeutet schlichtweg, dass du hier alle konstruktiven Fragen in Bezug auf deine Vergangenheit, du die immer mit Ja beantwortest. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du fährst mit dem Auto, existiert doch eigentlich die Windschutzscheibe. Dann denkst du jetzt ans Autofahren, nur das Autofahren. Du denkst dir, du sitzt im Auto, das baust du nicht einmal bildlich auf. Aber schon in dem Moment, wo du hier existiert da die Windschutzscheibe, existiert da die Windschutzscheibe schon in der Frage. So ist es ja. Und damit baust du dir das Gefühl auf selbstverständlich als normaler Mensch, als unachtsamer Ganz Mensch. klar, ganz klar. Das ist das, was ich so oft gesagt habe mit der Brille. Das Brillenbeispiel, wenn du Brillenträger bist. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, war jetzt die ganze Zeit der Krimskrams hinter dir. Der hat natürlich jetzt nicht existiert. Für mich nicht, für dich schon. Ich sage, für dich hat er nicht existiert. Ja, Und in dem genau. Moment, wo ich dich das frage, kriegst du das Haar hinter dir als Vorstellung. Das habe ich so oft erzählt. Das sind immer die Ja, klar. Kleinigkeiten. Prinzipiell kann man alles, was du erlebst, deine Vorstellung nennen. Unbedingt. Und es geht nicht im geringsten um die Gedanken, sondern um den, der immer ist. Dieser Satz, was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Und jetzt wird schon interessant, dass wenn ich sage, was du dir ausdenkst, haben wir ein Kollektiv. Das Kollektiv baut auf, das ist der Intellekt, der Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Und das sind jetzt die Sachen, die du kennst, das habe ich so oft gesagt, wo du immer wieder wiederholst, die dir logisch erscheinen. Und dann muss dir klar sein, dass du auch Sachen denkst, von denen du behauptest, dass es die nicht gibt. Das ist eigentlich hochgradig schizophren, wenn du das einmal. Natürlich, Wenn du klar. da mal wirklich dir Gedanken machst, was du, wenn ich sage, es gibt ja so viele Sachen, die es eigentlich gar nicht, die gar nicht existieren. Du kennst Sachen, die nicht existieren. Die natürlich in dem Moment, wo du dir da Ja. Gedanken darüber machst, existieren anfangen.
Du wirst zum Beispiel sagen, es gibt keinen Osterhasen, es gibt keine grüne Mastmännchen. Es hat niemals ein Rumpelstilzchen existiert, ist ja nur eine Märchenfigur. An Einstein hat es aber gegeben. Und ich sage, in dem Moment denkst du Dinge, die in dem Moment, wo du dir die Frage stellst, ja existieren. Was jetzt so wie eine Spielerei klingt, was so ein philosophischer ein Scherz, ein philosophischer, dieser musikalischen Scherz gibt es ja auch so, das Scherzo, einen philosophischen Scherz nennen können, ist extrem tiefgreifend, wenn dir mal bewusst wird, was das für dich selber bedeutet. Was ist hundertprozentig niemals existiert, bist du selbst. Jetzt muss man natürlich diese 4X wissen. Existiere, ja, natürlich. Das ist mir bewusst. Ganz bewusst. Dieses Was kann nicht aus sich selbst heraustreten als Information. Weil alles, was aus dir heraustritt, und ich rede immer mit dem, der sich alles ausdenkt, der natürlich in dem Moment als Gedanke, der Gedanke an einen Denker, auch schon wieder was Ausgedachtes. Ja, sicher. Aber mir ging es ja um die Qualität. Du hast mit dem Geschwätz, die Geschwätzigkeit, wo ich immer wieder trenne, die zwei Seiten. Zu was Existierenden gehört was Nicht-Existierendes. Aber wir haben ja 4 Seiten. Dieses Spiel muss man verstanden haben. Das habe ich ja baum in die letzten Selbstgespräche am Rande mit erwähnt. Habe ich gesagt, wir trennen zuerst einmal in all das Zeug, wo du nicht die geringste Ahnung hast. Sicher. Und das Zeug, das du kennst. Und wenn wir jetzt nur die Seite betrachten, wo du kennst, was du feststellst, da gibt es Dinge, von denen du behauptest, die existieren oder haben existiert, und du denkst dir auch Dinge, wo du sagst, die gibt es nicht. Das kann doch viele Menschen zum Beispiel dieses Ding Gott sein, ich nenne es immer nur Ding, weil viele sagen, Gott existiert nicht. Und du weißt, wie oft ich dann gesagt habe, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Aber dann gibt es ja welche, die sind ja noch dümmer, die glauben, ein Gott existiert auch nicht, wenn sie nicht an Gott denken. Ja. Weil sie ja mit den Gott, den die sich ausdenken, nichts zu tun haben. Und du wirst jetzt merken, dass jetzt genau genommen die Frage, wenn man jetzt stimmt, ist es genauso Kategorie 2 Frage, wie wenn du sagst, also eine Antwort der Kategorie 2, wie wenn du sagst, das stimmt nicht. Da wirst du jetzt merken, dass in dem Bereich auch diese 16 Seiten irgendwann einmal, wenn man das verstanden hat, komplett wichtig sind. Aber die Vereinfachung in dieser Art zu philosophieren, dass du irgendwann nochmal merkst, wenn du den Punkt erreicht hast, dass alles, was du bisher dir angelesen hast an Philosophie, was ich sage, es ist, man muss immer wieder trennen bei den Großteil der Philosophen, diese Suche nach Weisheit haben ja die meisten nicht. Aber die habe ich gar nicht gelesen, verstehst du? Das ist ja gar nicht die nötig. Die habe ich nicht gelesen. Das ist ja gar nicht nötig. Ja? Darum der einzige... Es ist aber doch trotzdem die Blackbox, das in deinem Wissen ja auch hier das Wissen von Philosophen ist. Ja, natürlich, klar. Darauf baut es ja auch auf. Und deshalb meine Frage, wieso ist das, kommt es für mich so rüber in dem Video vom 26., dass da einseitig die Seite des Geldes betrachtet wird, aber nicht die Seite derer, die schon längst damit im Frieden sind und sagen, okay, ich akzeptiere, dass es so ist, ich kann es nicht Denkfehler. Ändern. Kleines, du hast den großen Denkfehler. Das ist eine Einseitigkeit. Das ist eine Einseitigkeit, erst die Fehler liegt schon darin, weil du dir jetzt welche ausdenkst, die in Frieden sind. Die im Frieden sind, kannst du dir nicht mehr ausdenken. Und wenn du sagst, ich bin es ja, musst du dafür das rote Ich setzen und nicht die Karin mit ihrem Programm. Aber ich, weißt du, da ist doch beides. Du bist, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, ich erkläre es nur dem, der sich jetzt alles, was er sich ausdenkt. Der denkt sich jetzt eine Karin aus, der denkt sich an Udo aus, der denkt sich andere Menschen aus, der denkt sich Philosophen aus. Natürlich existieren die immer nur, wenn er sie denkt. Und er denkt sich eventuell sich selbst aus. Siehst du, das war selbst, meine Frage. Selbst wenn du jetzt denkst, ich habe ja vollkommen verstanden, dass ich nicht der bin, der jetzt vor dem Computer sitzt. Nee, das meine ich nicht. Meine Frage war anders. Aus, ja. Der sich an ausdenkt, der vom Computer sitzt. Und er ist jetzt aber nicht der vom Computer sitzende, sondern der sich den vom Computer sitzenden ausdenkt. Ja. Und dabei das, wird da, er aber das, auch
ist ja, der auch schon wieder was ausgedacht. Genau. Aber das genau ist meine Frage, warum um alles in der Welt ist in meiner Welt dieses Thema überlastig, um dass ich aufmerksam werde und darauf reagiere. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist, mache ich jetzt den Ausgleich zu diesem Thema, indem ich mich damit beschäftige und sage, Moment mal, was ist das, ja? Also es gibt auch Menschen, die das wirklich nicht interessiert, die aber deshalb nicht weniger wach sind. Deshalb habe ich das lustigerweise mit dem halb wach geschrieben, ja, weil das wäre ja der Umkehrschluss. Kann es sein, dass ich mich aus dem Grunde damit in meiner Welt beschäftige, um diesen geistigen Ausgleich zu finden? Oder warum tue ich das? Du musst dich damit nicht beschäftigen, Karin, sondern ich habe, pass auf, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wenn sich in dir Sachen wiederholen, egal was es ist, zum Beispiel, dass du immer wieder Selbstgespräche anklickst, wo du als träumender Geist ja keinen Einfluss hast, was du träumst, und die Person, die du zu sein glaubst, die immer wieder auf diese Links draufklickt, hat gleich zweimal keinen Einfluss drauf, dass sie so geträumt hat. So ist es. Und der Udo in dem Traum, der dir jetzt immer wieder darauf hinweist, wenn ich dieselben Sätze wiederhole, hast du noch was zu lernen. Und das ist die Frage, sonst, was? Ich gehe jetzt auf deine Frage. Ja, sonst wird sich das nicht ständig wiederholen. Dann machen wir was vollkommen Neues. Pass auf, dass du das leichter verstehst. Und ich weise jetzt gleich darauf hin, die Karin wird es nie verstehen und der jetzt vom Computer sitzt, auch, wer auch immer du jetzt zu sein glaubst, wenn du vom Computer sitzt. Du wirst es als ein Gedanke von dir selbst auch nicht verstehen. Schon klar. Dass ich darauf hingewiesen habe, dass wenn du wach wirst, was ich jetzt rot geschrieben wach nenne, in dem Moment, wo du wach wirst, existiert kein Hauch mehr an den, der du jetzt zu sein glaubst. Es ist nicht so, wie wenn du sagst, jetzt meinetwegen, du denkst dich als Kind, ich war mal ein Kind. Es ist nicht, dass du dann sagst, ich war mal ein träumender Geist, der so und so geheißen hat. Es ist ungefähr so, das absolute Wachwerden ist ja der Punkt, dass du rausgehst aus dem Buch und vor dem Bücherregal stehst. Und jetzt denkst du dir, du stehst vor einem riesengroßen Bücherregal mit Romanen. Und da haben wir jetzt viele, viele Romane mit Personen, die meinetwegen auch biografisch aufgebaut sind. Die Schatzinsel, der Graf von Monte Cristo. Das sind ja so sehr seltsame Lebensläufe. Der auf die Insel kommt dann mit dem Freidach, der Graf von Monte Cristo, diese Geschichte um Zurückkehren, um Rache übt. Und das ist ein riesen Bücherregal. Und wenn du vor dem Bücherregal stehst, in dem Moment, wo du das Bücherregal anschaust, denkst du nicht an den allereinzigen dieser Charaktere, bis du dich schon wieder ganz kurz auf ein Buch fokussierst. Und dann sagst, ach, da war ich der oder da war ich der. Oder was wird passieren, wenn ich der bin? Dann bist du voll losgelöst von einer Personifizierung oder von einem Leben. Ja, das geschieht schon manchmal, aber das sind kurze Momente. Das ist ganz, ich sag, du kannst es erahnen. Aber du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es ist ja auch immer, wenn ich sage, das spielt keine Rolle. Ja. Es ist immer zuerst einmal eine Rolle, Evolution, Revolution. Und der, der absolut in der Mitte ist, absolut, dieses UB spielt als Ding an sich keine Rolle, weil ich immer wieder sage, in dem Moment, wo du eine Rolle spielst, brauchst du von dem absoluten Nichts, von dem eindimensionalen Punkt ja schon eine Peripherie, du musst schon einen gewissen Radius ausdenken. Das ist ja das große Problem der Schizophrenie in der Physik. Mit ihren Teilchen, mit den Spins. Dass du merkst, dass da so viele Widersprüche sind, wo ich immer darauf hinweise, wo sie dann auf Renommierungen zurückgreifen müssen, weil dann Fehler auftauchen, die einfach weggewischt werden. Der krasseste Fehler, den es überhaupt, ich benutze das Wort Fehler jetzt, da fällt ja nichts. Und dann doch wieder der krasseste Fehler ist das Wurzelergebnis. Ja. Ich habe da diese schöne Ausdruck, wo ich immer wieder sage, dieses ältere Mathematikbuch, Handbuch, das große Handbuch der Mathematik, wo das Rechenbeispiel drin ist. Kannst du dich noch erinnern? Warte mal schnell, ich glaube, ich habe das Bild bei Hand. Ich schaue mal ganz schnell. Ja, schieb mal rein, weil das ist so cool. Ich habe das bei der Hand, das habe ich einmal benutzt. Ich mache das einmal ganz schnell auf. Warte. Das ist ein cooles Ding. Das ist ein Selbstgespräch. Ah, da ist es. Ich tue mal ganz kurz das Bild übertragen. Ich tue mal ganz kurz das Bild übertragen. Okay. Weil das sehr spaßig ist.
Das ist also hier, das ist ein ganz dickes Oschi, fast mit 1000 Euro. Ältere Jahreszahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Da sind immer kleine Rechenbeispiele dabei. Ah, Das, ich habe da mit geregelt, aber wir schauen uns das nochmal schnell an. Das ist in einem Update, wo ich damals geschnitten habe. Dieses Problem ist das Problem aller Probleme. Dasselbe Problem hast du ja bei den ganzen Infinitesimalrechnungen. Das heißt bei der Differentialgleichung, dass man hier diese berühmte Division durch Null ist auch so eine Sache, die ja basiert. Und jede raumzeitliche Berechnung, sobald du eine Formel stehen siehst, und da ist ein Wurzelzeichen mit drin, wenn du wirklich vollkommen denkst, ist das Ergebnis null. Aber So ist jetzt pass es. auf, wir gehen das einmal ganz schnell nochmal durch, weil das klingt immer, ich merke, das sind viele, die sind ja schon mit der Kreisformel überfordert. Da geht es jetzt Probleme der Praxis, die auf quadratische Gleichungen führen. Ist ein kleines Rechenbeispiel mit der Lösung, um die Meerestiefe zu messen, wird ein Echolot. Ist natürlich schon wieder, das Wort Echo ist ganz interessant, das hebräische Wort für Echo oder der Widerhall von außen ist HD. Also eine wahrgenommene Öffnung. Okay, jetzt ist interessant, schau mal, wenn man das Echo, wenn ich jetzt dort da das hebräische Wort reinmache, Lot heißt ja in einer Hülle stecken. Der Schallerreger befindet sich in A, das heißt in dem Punkt ist ein kleiner Schallerreger, der Schallempfänger in B. Jetzt waren da kleine Schallimpulse, das ist immer so, wenn man das Boot kennt, dieses Piep, Piep, dieses Geräusch, das geht an die Schallwellen. Die Schiffsbreite beträgt 16 Meter. Der Schall pflanzt sich im Wasser mit einer Geschwindigkeit von 1510 Meter pro Sekunde fort. Das Schiff ruht während der Zeitmessung. Immer dran denken, ein Ani ist immer hier und jetzt, wenn es zum Denken anfängt. Okay, stationär. Es ist immer stationär. Du kannst nirgends anders, du wirst hier loslaufen und hier ankommen, wenn du weißt, was das Rote hier ist. Und du Na läufst klar. jetzt los und kommst jetzt an, wenn du weißt, was das Rote jetzt ist. Ich sage jetzt nicht, dass das Blaue verkehrt ist. Dieses blaue Denken, das interessanterweise in Blau eingefasst, das erschafft diesen blauen Raum um dich herum. Okay? Wie groß ist Klar. die Wassertiefe für einen Zeitunterschied von 0,1 Sekunden? Und jetzt wird praktisch über den Satz des Pythagoras wird es ausgerechnet. Nochmal, Das wie steht jetzt. groß ist die Wassertiefe für einen? Kann ich lesen. Zeitunterschied von Ah, 0,1 Sekunden. alles klar. Das heißt, da wird hier ein Bip, eine Schallwelle, die wir uns jetzt ausdenken, geht hier raus, wird von dem Boden reflektiert, geht nach Reflektiert. oben, kommt in B zeitverzögert an. Und zwar Schallgeschwindigkeit unter Wasser ist 1510 Meter pro Sekunde. Wir haben die Schiffsbreite und wir müssen die Wassertiefe ausrechnen. Da gibt es, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, da habe ich einmal ein längeres Selbstgespräch gemacht. Das habe ich jetzt nicht auf Skype aufgenommen, sondern da war irgendwer da und nochmal Aufzeichnung gemacht. Da habe ich das Bild auch reingestellt und zeichne dann in diesem Video, was ich ganz selten mache, habe ich sogar den Pythagoras reingezeichnet, wie man das rechnet. Das ist ja ganz Sinn, das ist eine Kindergartenaufgabe. Ich sage jetzt, ich habe keine Ahnung, bin kein Lehrer, das ist normal der Stoff von der 5. oder 6. Klasse, 5. Klasse in der Schule. Wohlgemerkt, wo jeder normal, der das deutsche Bildungssystem durchlaufen hat, sowas schon berechnet hat. Das heißt also hier x Quadrat, das ist ja die Wassertiefe, die wir ausrechnen, ist dann 510 durch 0,1 durch 2 im Quadrat, weil wir haben ja hier, dann müssen wir einen Pythagoras reinsetzen. Das kriegt dann minus 8 Quadrat. Mach dir Gedanken drüber, wenn du Pythagoras kennst, das ist ja Kindergartenaufgabe. Wenn du jetzt da schon abstürzt, dann sage ich immer wieder eine Wählerstimme. Was sind das für Leute, die wählen dürfen, mitbestimmen dürfen, wer in Deutschland an die Macht kommt und kennen nicht einmal den Stoff von einer normalen Grundschule der 5. Klasse? Naja, vielleicht haben Sie, können Sie besser singen oder malen Das oder ist so. aber keine Kritik, aber pass auf, worauf ich jetzt hinaus will. Was jetzt hier wichtig ist, wieso die Formel so ist, mach dir einfach Gedanken, dann kommst du drauf, wenn du zuckst das Video her von diesen Hunderten von Videos, wo ich das genau erkläre. Ja, klar. Das heißt also x Quadrat, das ist ja a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Und darum haben wir da x Quadrat. Und dann kommt das Ergebnis, x Quadrat ist 5.636,25.
Und jetzt wollen wir natürlich hier, weil das ja noch im Quadrat ist, wollen wir, was x ist. Und jetzt schreiben die hier in dem alten Mathematikbuch, so heißt es noch, x1, 2. Das ist all die korrekte Arithmetik gewesen. Ich nenne es nochmal Arithmetik. Ist gleich plus minus Wurzel 5636. Da ist mein Filzer zu weich gewesen. Darum habe ich das nochmal hingeschrieben. Aber kannst du dir vorstellen, da steht dasselbe plus minus. Minus, natürlich. Mhm. Ist ungefähr plus minus 75,1 Meter. Verstehe. Jetzt steht hier noch drunter, die Wassertiefe beträgt also 75,1 Meter. Der zweite Wert x2 plus minus, minus 75,1 Meter hat keine praktische Bedeutung. Ja, gut, okay. Das ist das, was ich Einseitigkeit mache. Ja, natürlich. Und das ich ist weise halbwegs. Noch mal darauf hin, ich habe eine längere Zeit in einer Phase in Selbstgesprächen, bin ich auf Infinitesimalrechnungen eingegangen, von Leibniz und Newton, die sie angeblich zeitgleich das entdeckt haben, zu ungefähr selben Zeit, aber unabhängig voneinander, wo dann ein Streit war, wer hat jetzt eigentlich dies entdeckt, aber beide ihre Begründung mit einem unterschiedlichen Rechenweg begründen, darum hat man sich dann in der Wissenschaftswelt, die wir uns jetzt ausdenken, wohlgemerkt angelesenes Wissen, ich mache mal mein Bild wieder, gute Idee. Wohlgemerkt angelesenes Wissen, müsstest du eigentlich wissen, hast du mit Sicherheit auch in der Schule irgendwann einmal gelernt bei einem Studium, dass also Leibniz und Gauss beiden spricht man die Entdeckung der Infinitesimalrechnungen, Integralrechnung, Differentialgleichung zu. Und ungefähr zur selben Zeit, die wir uns jetzt, Zeitpunkt, in dem wir in der Vergangenheit oder Zeitabschnitt, den wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, wurde das von den beiden unabhängig in England und in Deutschland entdeckt. Aber beide erklären das in ihren Büchern mit unterschiedlichen Rechenwegen. Okay. Die Wissenschaftsgeschichte hat sich dann darauf geeinigt, so lese ich das in den Büchern, dass die das beide entdeckt haben, aber nicht voneinander abgeschrieben haben, weil beide das unterschiedlich erklären. Die gehen dasselbe Problem aus unterschiedlichen Richtungen an und das Ergebnis bleibt wieder gleich, so wenn ich es so mache. Der eine sieht es so und der andere sieht es so. Der Fehler dabei liegt darin, dass in diesen ganzen Infinitesimalgleichungen kommt versteckt letztendlich eine Division durch Null. Und da gibt es ganze Bücher drüber. Ich habe da ein schönes populärwissenschaftliches Büchlein, wenn das interessiert, das Geheimnis der Null oder wie das heißt, da müsste ich jetzt nachschauen. Dem ist ein ganzes Kapitel gewidmet über den Blödsinn, wo dann auch drinsteht, wenn man das verfolgt, dass hier wirklich mehrere hundert Jahre lang die Arithmetiker der Welt die Infinitesimalgleichung Berechnungen vollkommen abgelehnt haben, weil das ein rein arithmetischer Blödsinn ist, was mit Null zu teilen. Ich erinnere mich. Das ist ein Hinblick, das lernt man, wenn man das studiert. Das du weißt so, ich habe zwei Bücher dieser Art gelesen und bin natürlich auch davon sehr beeindruckt gewesen. Und für mich, weißt du, das ist in mir dann so, aha, okay, ich verstehe, erledigt, nächstes Thema. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ja, also, es sind so viele Sachen, die durchrauschen, aber den eigentlichen Kern, darum habe ich jetzt diese Rechnung nochmal reingestellt, den eigentlichen Kern ist der Witz dabei, dieses bei Wurzelberechnungen, schon bei uns, wenn wir Einstein machen, wenn ich immer wieder darauf hinweise, diese Berechnung der Lorentz-Transformation, wo letztendlich dann auch bewiesen wird, dass hier der Raum in einem Null, in einem Nichts, in einem Null zusammenfällt, bei Lichtgeschwindigkeit. Da musst du nicht einmal in die Lichtgeschwindigkeit gehen, wenn du die Wurzel, das passiert, wenn du die Zahlenwerte einsetzt, so, wenn man eine Seite weglässt. Dann passiert es bei Lichtgeschwindigkeit, dass das Null oder unendlich wird, was im Prinzip dasselbe ist. Ist auch nichts, ist alles. Ja, ganz genau. Aber ganz jetzt genau. Kommt der Trick dabei. Sobald ich das mit der Wurzel sehe und ich weiß, dass sobald eine Wurzel in irgendeiner Berechnung auftaucht, ich alles, was unter der Wurzel steht, Null setzen muss. Exakt, dann hast dann du beide Seiten. Bei Lichtgeschwindigkeit. Ja. Dann ist es dann stationär. Ist bei Lichtgeschwindigkeit. Dann ist jede raumzeitliche Berechnung, die ich mache, ist praktisch im Nichts. Exakt. Mhm. Und für den Moment aus dem Nichts, alles, was existiert. Oder können wir sagen, es zeigt auch die nicht existente Gegenseite? Pass auf, ich wiederhole. Wie immer man das bezeichnen möchte. Ich auch in meiner Kindergartensprache, darum sage ich immer, würdest du bist böse. Ich spreche ein ganz einfaches Deutsch. Okay. Und würdest du nur einen allereinzigen Satz meiner göttlichen Elementarsätze wirklich so verstehen, wie das in der deutschen Sprache zu verstehen ist?
hättest du überhaupt keine Probleme, du müsstest loslassen von dem, was du bisher geglaubt hast. Da war zum Beispiel heute so ein schöner Satz, nach dem Riesengeschwätz wieder von einigen Bröseln, die ich mir jetzt ausdenke, die nichts dafür können, dass ich sie mir ausdenke, muss ich nicht immer dazu sagen, was ich so oft in Bezug zum BEC gesagt habe, wo der Ugo dann schreibt, auf dieses hier, warum schreibst du dann den Blödsinn? Und da war dann zuckt er, wenn Sander sagt, er jein. Und warum schreibst du dann den Blödsinn? Ich kann nicht anders. Mhm. Und dann wollte ich jetzt, weil ich spreche immer nur mit einem Geistesfunk. Ich spreche ja nicht mit dem Schreiber, ich unterhalte mich ja nicht mit dem Kugelschreiber. Ich unterhalte mich ja nicht mit der Hand, die den Kugelschreiber führt. Als Kugelschreiber kann er sagen, ich kann nicht anders. Mhm. Die Hand, die den Kugelschreiber in Bewegung setzt, die kann auch sagen, ich kann nicht anders. Der Mensch, der die Hand, zu dem die Hand gehört, die den Kugelschreiber in Bewegung setzt, der kann auch sagen, ich kann nicht anders. Mhm. Aber die sagen, ich kann nicht anders, die interessieren mich ja überhaupt nicht. Mhm. Denk mal an mein Kugelschreiber-Beispiel. Was macht Goethe, wenn ihm nichts einfällt? Was hätte es hier ein ausgemachter Leibniz oder ein Gauss gemacht, wenn ihnen Newton und Leibniz gemacht, wenn ihnen das nicht eingefallen wäre? Aber ja. Wer lässt es eigentlich denen einfallen? Moment, existiert ein Newton und ein Leibniz überhaupt, wenn sie nicht ausgedacht werden? Die Frage ist erst einmal, wer denkt sich ein Leibniz und ein Newton aus, dem dieses oder jenes eingefallen ist? Na, du. Doch der sich erst einmal die Figuren ausdenkt. Und wann entstehen diese Menschen? Und wo entstehen diese Menschen? Natürlich in mir. Im Kopf von dem, der sich die ausdenkt. Und warum kann der sie überhaupt ausdenken? Na, weil du das so programmiert hast. Weil also wenn ich dich jetzt Schwamminhalt, als weil das auf dem Schwamminhalt von denen drauf ist. Eben drum. Und das wenn ist doch du jetzt programmiert, sagst, oder? Ich kann nicht anders, ist es Selbstentmächtigung. Ich habe tausende Mal den Selbstgespräch in meinem BC-Beispiel. Drum ist das ist so ein einfacher Satz. Ich wiederhole nochmal. Wir denken uns jetzt ein Gespräch zwischen einem Brösel Udo und einem Brösel BC aus. Der mhm. Brösel Udo versucht dem Brösel BC nichts zu erklären. Er versucht es den zu erklären, der sich jetzt die beiden ausdenkt. Also wir beobachten mal, der sich jetzt den Brösel Udo an Udo ausdenkt und an BC ausdenkt, aufgrund dieser Worte, im Anfang war das Wort, der belauscht jetzt mal noch im Hintergrund, weil die zwei ausgedachten Figuren wissen ja nichts von dem, der sie erschafft jetzt in dem Moment, in seinem eigenen Kopf. Okay. Mhm. Dasselbe gilt jetzt übrigens, du denkst dir jetzt an Udo aus und du denkst dir Karin aus. Mhm. Die Udo und der Karin, die wissen nichts von dem, der sich jetzt die zwei ausdenkt. Jetzt im Moment denken sie an ihn, weil der Udo darüber spricht. Aber normalerweise wird an den, der sich das Ganze ausdenkt und erlebt, nicht gedacht. Doch, das tue ich ganz oft, darum frage ja, ich. Ja, jetzt mit Udo Fühling. Normal. Du bist verrückt. Da müssen wir nicht. Das unterschreibe ich dir. Wenn du das schriftlich haben willst, unterschreibe ich dir das. Alles du gut. Beschäftigst dich jetzt so lange mit Udo Fühling, dass ich dich schon zu dem Verrückten zähle. Das stimmt, ja. Da meine ich jetzt das rote Ich in Verbindung mit dem blauen Ich, Karin. Schon klar. Also gut, wir spielen das ganz kurz nochmal durch. Dieses reine Spiel auf Worten. Udo sagt zum BC, BC, denk einmal an Schneewittchen. Mhm. Stell dir die jetzt einmal ganz kurz vor. Glaubst du, dass dieses Schneewittchen, das du dir jetzt denkst, dass die irgendwo da außen rumläuft oder irgendwann in der Vergangenheit existiert hat? Sagt er, nee, Blödsinn, das ist eine Märchenfigur. Dann sagt der Udo wischend weg, jetzt denk an die Esther, seine Tochter. Übrigens optisch gedacht, absolute Schneewittchen, können in einem Schneewittchenfilm mitspielen. Die ist jetzt im Kindergarten. Dann sage ich, bist du sicher? Freilich. Dann sagt der Udo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Schneewittchen, das du jetzt gedacht hast, und der Esther, die du jetzt gedacht hast? Der Udo hat einen Namen gesagt und du hast dir dunkelhaariges Mädchen gedacht. Bei dem einen dunkelhaarigen Mädchen, das du denkst, die definitiv nur ein Gedanke von dir, sagst du, die gibt es da außen ja gar nicht, die hat nie existiert. Bei dem anderen, wenn ich Esther sage, denkst du auch an ein dunkelhaariges Mädchen? Das Wort löst im Prinzip relativ ähnliche Vorstellungen aus, du sagst, die ist jetzt im Kindergarten. Nee, da ist ein Unterschied.
Der Unterschied besteht darin, dass ich, wenn ich an einen Felix denke, dann kann das Gott weiß wer sein, denke ich an einen meiner Söhne, sind ja immerhin drei, das ist kein Unterschied. Dann bringe ich das in Verbindung. Ich bringe das in Verbindung mit einem Gefühl, das ich haben durfte im Zusammenspiel mit einer Person, direkt, intim. Das heißt, das wäre für mich der Ausdruck von, wofür bist du Zeuge? Zu weit gedacht. Und Felix draußen nicht. Zu weit gedacht. Ja? Die Frage, okay. Der Unterschied besteht erst einmal, das ist alles, deine Erklärung ist vollkommen richtig. Aber in dem Moment, wo du jetzt aufgrund eines Wortes ein dunkelhaariges Mädchen dir aufbaust, das ist genau dieser Punkt, und dann baust du dir aufgrund eines anderen Wortes auch ein dunkelhaariges Mädchen auf. Die sind zuerst einmal beide ein Gedanke, der in dem Moment entsteht, wo du ihn denkst. So ist es. Das ist einmal jetzt habe ich das alles, was du erzählt hast, ist immer alles richtig. Das ist jetzt ein riesen Erklärungsmodell. Aber die Menschen schwelgen in Erklärungsmodelle, die im Hintergrund im Arbeitsspeicher eingeschaltet sind, im Jetzt. Und ich sage, du musst dir bewusst machen, was dein tiefster innerer Glaube ist. Nämlich, dass es ein Schneewittchen nie gegeben hat und dass die Esther oder der Sohn und so weiter und so fort, ja, da greifst du schon auf einen Chat zurück. Selbstverständlich. Ich sage, ein Gedanke ist ein Gedanke. Ob ich an Osterhasen oder an lieben Gott denke, an eine Erdkugel denke. Das sind Dinge, die in dem Moment entstehen, wo ich sie denke. Egal, wie komplex ich die jetzt fasse. Und du in hast dem recht. Moment, wo ich sie nicht mehr denke, wieder weg sind. Aber in deinem Chat von Felix steckt etwas anderes als in meinem Chat von Felix. Das heißt, wir haben denselben Begriff darüber, aber in deinem Chat ist es vielleicht ein Tennisfreund und in meinem Chat, ist es mein Sohn, weißt du? In meinem Chat von Felix stecke ich selber. Wie meine ich das? Dann solltest du die Schattenfrau lesen, nachher weißt du das, was ich meine. Da bin ich nämlich der Felix. Stimmt. Hatte ich jetzt gerade nicht in meinem Speicher. Da bin ich der Felix. Aber der ist dann wirklich richtig. Wieder alles wissen. Aber warum es mir jetzt geht, kann man natürlich weiter ausdrücken, wie ich ausdrücken will. Das ist so ganz simple, einfache Fragen. Existiert ein Gedanke, wenn du ihn nicht denkst? Die könnte ich jetzt auch so fragen. Naja, natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. Dann ist es nein, ist logisch. Und dann hat der Bezimmer gesagt, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Dann sage ich, Beze, wer bestimmt jetzt das? Dann schaut er mich an. Das wäre jetzt das zum Beispiel in dem Grad vorhergehenden Reizauslöser, wieso wir das jetzt erzählt haben. Wenn hier aufgrund, da steht jetzt, ich sehe Ugur, ich denke mir einen Ugur aus, und der hat dann die Frage, ich kann nicht anders. Also die Antwort, ich kann nicht anders. Ja. Mhm. Da hätte ich dann schon wieder drunter schreiben wollen, wer bestimmt jetzt das? Ich könnte jetzt sagen, in Bezug auf ein Ugur-Programm, wer bestimmt, dass du nicht anders kannst? In Bezug auf einen Leser des Chats, wer bestimmt, dass du an einen Ugur denkst, wenn der Ugur drüber steht? Ja, also, okay, weißt ich denke da gar nichts. Das macht dein Programm im Hintergrund. Ja, sicher, aber damit beschäftige ich mich gar nicht. Programm. Und ich kann nicht oft genug sagen, der Sinn des Lebens ist schlichtweg und einfach, dieses Programm zu durchschauen. Verlagere deinen Fokus auf deine Regungen und Interpretationen, egal wer du zu sein glaubst. Egal mit was du konfrontiert wirst. Das Kon ist ja wie End. Die Vorsilbe Kon hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, also, weil Kon hast ja zusammen. Ja, natürlich. Wenn du was mit zusammen bist, das ist dann fast wie die Vorsilbe End. Mhm. Schon wenn du die Radix Kon setzt oder unsetzt, ist ja schon eine, müsste mindestens zwei dort sein, immer Kon, die wir zusammenfassen. Ja. Mindestens zwei. Und wenn ich die Vorsilbe N sehe, muss ich ja mir jetzt erst was vorstellen, was das Wort ja eigentlich heißt. Es ist immer eine Vorstellung. Ich schalte es jetzt nicht nochmal ein, da bin ich so oft drauf eingegangen. Nee, musst du nicht. Bindestrich und dann gehst in den DWDS, dann liest du mal, was die Vorsilbe N alles bedeutet. Oder auch die Vorsilbe Fer. Ja. Sehr oft. Und du benutzt immer eine Einseitigkeit. Ja, naja, geht ja nicht anders. Hast du ja so programmiert. Also, das ist ja nicht so schlimm, sondern die Frage wäre... Nein. Das Problem ist immer, du sollst es ja vervollkommnen. Es geht schon anders. Aber das habe ich doch schon in dem Moment, wo mir bewusst ist, dass es das eine ohne das andere nicht gibt. Und dass ich daraus im Prinzip alles generiere. Wenn der sich das ausdenkt, aber nie an Gedanken, weil ein Gedanke von dir muss immer so sein, wie du in dir denkst. Das ist wahr.
Auf jeden Fall. Das ist es, das ist eben die Sache. Das ist, wenn du dich zum Beispiel jetzt noch über irgendjemanden oder etwas aufregst, ich wiederhole es nochmal, wie geistlos ist eigentlich jemand? Du solltest jetzt auf dein inneres rotes Ich, das ja eigentlich Geist ist, in Verbindung mit dem blauen Ich, wie geistlos ist eigentlich, wenn du dir Volldeppen ausdenkst und dich ständig über die aufregst, die nur deshalb sind, weil du sie dir jetzt ausdenkst. Das ist wahr, wenn man sich aufregt, da hast du recht. Jetzt ist aber das Aufregen schon wieder so eine Sache, das so negativ klingt. Das so negativ klingt. Genau. Deshalb muss ich schmunzeln, weil das es gibt ja der Regen, die Radix Regen heißt ja Murren. Ne? Genau. RGN heißt ja auch Murren. Ja. Oder, aber oder der Regen erzieht doch Segen und gibt Leben. Mhm. Genau. Das ist doch die Spannung. Der Grusel in einem Film zum Beispiel, auch die Angst. Ja, ist ganz nur was Negatives, habe ich ja schon gesagt. Rot geschrieben kann es auch zur Freude werden. Absolut. Wenn man es hebraisiert. Oh, weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, oh, heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Wer kennt es nicht? Welchen denn? Welchen möchtest du gerne sehen? Den, der jetzt läuft? Genau. Der spannende Film aller Zeiten? Ja. Weißt du, das ist... ich, dir kann ich, dir sage ich das, es ist manchmal ein Gefühl da, das überwältigt mich so sehr, dass ich ganz schnell davon Abstand nehme. Das ist fast wie, das kann ich nicht ertragen. Ich kann das nicht besser erklären. Und darum bin ich da ganz vorsichtig und sage, okay, komm, ich spiele jetzt hier noch ein bisschen weiter und gucke ganz gemächlich, weil mich das wirklich, wirklich, kriege ich kaum Luft. Es raubt einem, ist jetzt komisch ausgedrückt, wirklich das, was man Atem nennt. Das Atom. Ja, genau. Das Unteilbare, das ich mir denke, dass ich selbst bin, dieses Nicht-Denkbare. Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil in dem Moment, wo ich mir was Unteilbares denke, ist ja schon was geteilt, nämlich zumindest der Denker und der Gedanke, dass so es langsam dämmert, was man ist. Das, was ich dir erkläre. Ich kann immer wieder nur sagen, ich erkläre dir, was du bist. Und es wird niemals irgendein Gedanke von dir verstehen, egal an wen du denkst. Es wird nie, es gibt keine Möglichkeit, dass du einen Gedanken denkst, der das als Ding an sich, als Gedanke, als Existenz, ein Gedanke ist immer eine Existenz, verstehen kann. Dir wird langsam bewusst, was du bist. Ewiges Bewusstsein. Das heißt, dir wird bewusst, dass du ein absolutes Nichts bist. Und damit zwangsläufig alles bist, was du dir anschaust. Das ist die Grundvoraussetzung für diese rote Liebe. Das kann aber ein limitierter Geist, ich glaube, ist da schon wieder was Existierendes, was Ausgedachtes. Naja gut, wie soll ich es sonst beschreiben? Ja, ich sag eben, das ist, es geht daran, es gibt keine Möglichkeit, dass du an irgendwas denkst, ohne das in die Existenz zu heben. Du wirst zwangsläufig einen Gedanken in die Existenz heben und was du in die Existenz hebst du zwangsläufig in die Vergänglichkeit. Aus der Unvergänglichkeit in die Vergänglichkeit für einen Moment. Ja, natürlich. Und dieser Moment, wenn das Spiel einmal begonnen hat, kannst du das nicht mehr stoppen. Ja. Weil sobald du jetzt den Moment zerstörst, kommt der nächste Moment. Du hast es benießt, das stimmt. Und das ist eigentlich das Verrückte. Darum kann ich immer wieder nur sagen, Sympathie, Mitleid, macht diesbezüglich normal gesprochen überhaupt keinen Sinn. Weil du mit etwas mitleidest, das als Ding an sich überhaupt nicht leiden kann. Also auf der Ebene selbstverständlich hast du vollkommen recht. Im Spiel sieht das anders aus, wenn man fokussiert ist. Eine Frage, aber das wäre ja einfach so unvollkommen, wenn du nicht in der Lage wärst, Gefühle zu erleben. Aber nochmal, die Gefühle, der die Gefühle erlebt, ist etwas, was nicht existieren kann. Das ist das, was ich einen träumenden Geist nenne. Ja, so ist es. Die Vorstellung eines träumenden Geistes haben wir so oft durchgespielt, was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Kannst du ja selber nachschauen. Aber das sind dann schon wieder was Existierendes. Ein träumender Geist als Ding an sich, Geist als Ding an sich kann als Ganzes, als heiliges Ganzes gar nicht existieren. Er kann Facetten von sich selber in die Existenz heben. Ja. Da haben wir das weißt du, was ich im... Ein bisschen gruselig finde ich die Vorstellung, weil
wir haben ja in dieser, also in dem Spiel, in dem ich jetzt ja noch stecke, mit dem ich mich ja noch identifiziere, etc., etc., da kann ich ja nur ganz bestimmte Ideen aufbauen. Und ich habe keine Idee dafür, warum sollte ein Wesen, das seinen Sinn ja nur dann irgendwie erleben kann, wenn es sich separiert, wenn es sich verkleinert, wenn er sich vermehrt durch Teilung und dann kann er Leben erleben. Warum sollte er sich im Spiel daran erinnern, was er eigentlich ist? Weil dann kann er doch nicht mehr spielen. Da fehlt mir der Zugriff. Diese Kategorie 2 Frage, die du jetzt stellst, das ist diese Kategorie. Nochmal, alle Fragen, die normalerweise, jetzt reden wir mal wieder normal, dass wir da nicht so arg in diese Wischiwaschi reinkommen. Okay. Weil wir wollen ja was präzise ausdrücken. Und wenn wir was präzise ausdrücken, dann entweder in dem Nichts, dass man jedes Wort, das ich spreche, zerstört ist, was ich dir erkläre. Exakt, ganz genau. Oder dann in Einseitigkeiten, die du dann wieder anfassen kannst. Ja, genau. Und ganz das ist, was du jetzt sagst, selbstverständlich kann ich eine Rolle bewusst spielen. Der Schauspieler, der keine Sekunde auf der Bühne vergisst, wer er ist. Das wird aber langweilig, weil dann hast du keine Empfindung. Das ist richtig. Jetzt, das ist übrigens in Selbstgesprächen drinnen, das ist die Krux dabei, dass ein Schauspieler, der vollkommen präzise und konzentriert seine Rolle spielt, der bricht zum Beispiel hier, erfährt, wir sagen mal hier, er spielt ein Hausherrn und er erfährt, sein überall geliebter Sohn ist in Krieg gezogen und er kriegt die Meldung, dass er gestorben ist, dass er gefallen ist. Und er bricht in Leid, in Tränen zusammen. Und der Schauspieler, der das spielt, ist voll konzentriert. Hoffentlich schaffe ich jetzt das, dass mir Tränen runterlaufen. Das sind seine Gedanken. Was der Zuschauer nicht sieht, er sieht nur einen Menschen, einen von einer Sekunde auf die andere gebrochenen Menschen, wie man das sieht, der zusammenbricht, den Tränen runterläuft, die ganze Physiognomie, der pure Schmerz, als wenn man das Herz rausgerissen hätte. Ja, und der Schauspieler, hochkonzentriert, voll wach, keine Sekunde vergessen, wer er ist, freut sich innerlich, weil jetzt doch die Tränen ganz dick rauskommen, was ihm manchmal bei der Probe nicht gelungen ist. Mhm. Und ich kann hier eine Physiognomie der absoluten Verliebtheit aufsetzen, obwohl mir die Schauspielerin auf der Bühne total am Arsch vorbeigeht. Ja, aber das meine ich, wo ist da der Sinn? Aber dann empfindet er eben nicht diese Gefühle, die Rolle darstellt. Ganz genau, ganz genau. Und das ist jetzt das Verrückte, dass du der Unbewusste in diese Identifikation, wenn diese Gefühle auch durch das Vergessen zum Leben erweckt. Jetzt die Frage zu stellen, was ist jetzt richtiger, der Schauspieler zu sein, der vergessen hat, wer er ist, oder der zu sein, ist doch eine Kategorie 2 Frage. Wenn du macht schon ja sagst, was macht das für nicht. Sinn? Aber das ist auch eine Sache. Schau, wir haben zum Beispiel, wir machen mal, dass wir da ein bisschen wegreiten. Ich habe das schon angesprochen gehabt in einem Gespräch, das haben wir aber dann nicht aufgezeichnet gehabt. Da hat irgendeiner so ein Liedchen reingestellt und du merkst, ich rede jetzt normal, mir ist das jeden Moment bewusst, aber es redet sich leichter, wenn man auf den Gleisen der gewohnten Logik spricht. Unbedingt. Da hat einer ein Liedchen reingestellt und zwar geht es dann hier, Titel habe ich noch mal im Kopf, ich war ja als Udo Brüssel immer vergesslicher, bin ja jetzt der normale Brüssel Udo. Und das war dann besungen, der Jesus am Kreuz, und da ist dann, das ist mit Text, groß der Text eingeblendet, und dann heißt es hier, du stehst praktisch oder du hängst mit dem Kreuz zwischen Himmel und Erde. Mhm. Das ist dann immer eingeblendet, du hängst zwischen Himmel und Erde. Mhm. Das ist spaßig, dass ich doch schon so oft gesagt habe, wir denken uns jetzt das Kreuz und oben ist der Himmel und unten ist die Erde. Und ich sage jetzt an und für sich, müsstest du das Geistreich gesehen auch umdrehen können. Das ist nämlich, oben ist Erde, das erweckte Wissen, und unten ist unser Hayom, das Meer von Gott. Das ist unter dir. Das ist das Spiel, wo ich sage, ob was in dir auftaucht oder ob dir was einfällt, spielt keine Rolle. Die Quelle, der sich die Erde, das erweckte Wissen als Gedankenwelt über sich ausdenkt und jetzt die wirkliche, eine ausgedachte Quelle El Hayom unter sich denkt, ist ein Spiegeln. Der Textzeile heißt, über dir der Himmel und unter dir die Erde. Du hängst oben am Kreuz. Da kann man auch diese Sache wieder umdrehen. Ja. Das Spiel anzufangen, die Meinungen umzudrehen, das ist doch mein Hauptthema, dass ich sage, beobachte deine einseitigen Wertungen. Wenn du mit was konfrontiert wirst, wo du Beifall klatscht, wo du entsetzt bist oder Fragezeichen hast. Es gibt ja unterschiedliche Sachen. Das sind Reizauslöser, du reagierst.
mit oh, das ist richtig, du reagierst, was ist das für ein Blödsinn, oder Fragezeichen, das interessiert mich. Wenn es dich interessiert, ist aber das Komische, dass du in der Regel unbewussterweise dann schon wieder wissen, wie stimmt es oder stimmt es nicht. Ja, das ist das ja auch verständlich. Du beobachten. Du musst das in deinem Programm beobachten, was dein Programm reagiert. Klatschen mit Beifall, richtig, mit absoluter Ablehnung, so ein Blödsinn, so ein Krampf, oder mit Neugier, weil du ein Fragezeichen hast, aber beobachte dich, eigentlich geht es dir dann nur darum zu wissen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Diese Neutralität als Ding an sich, die Mitte dazwischen, zwischen den Dingen oder das heilige Ganze, ich nenne das einmal die wirklich absolute Synthese vom Widerspruch, suchst du gar nicht. Doch. Einer behauptet es, jetzt doch, kommt doch nicht wieder mit dir, das ist, mit dir meine ich jetzt rot geschrieben, das ist das große Problem, dass in dem Moment, wo du wirklich Grundlagen von Holofeeling verstanden hast, ich benutze jetzt absichtlich das Wort verstanden hast, aber das eigentlich im Alltag oft nicht anwendest. Wenn wir jetzt rein in der Holofeeling-Philosophie sind, müssen wir gar nicht drüber reden. Okay. Aber das gilt wirklich nur für diese Ausnahmen, die sich mit Holofeeling beschäftigt haben. Es funktioniert mit keiner anderen Ideologie. Das ist wahr. Ob das gelebt wird oder nicht gelebt wird, ist eine Frage. Stimmt. Und darum betone ich immer wieder, Gedanken, die du denkst, können niemals was verstanden haben. Kein Dolle, kein Karl Renz, richtig. Kein Deberwein, kein Udo Betscher. Der Unterschied zwischen diesen Typen, egal wen du jetzt aufzählst, besteht darin, dass es eine Ausnahme gibt, die die Regel bestätigt. Der Udo Betscher ist der Einzige, der als Pixel, als Figur oder als auftauchender Trockennasnaffe immer wieder darauf hinweist, dass er als Ding an sich überhaupt nichts wissen kann. Der mich jetzt ausdenken muss, das wissen, sonst könnte ich das in seinem Traum ja gar nicht erzählen. Das ist wahr. Aber ich nenne das nicht, wie hast du es genannt? Die Bestätigung der Regel oder so? Ja, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und ich nenne es anders, aber das bin ja nur ich. Ich nenne das immer gerne, das zeigt die Möglichkeiten. Weißt du, diese Ausnahme zeigt die Möglichkeiten. Immer, genau. Das ist für mich ganz anders als irgendeine Regel, die bestätigt wird. Die Ausnahme, die die Regel bestätigt wird, ist immer mein Lieblingssatz, ist immer wieder, Gott ist allmächtig, bis auf eine Ausnahme. Es ist nicht schon, wenn du denkst, brauchst du einen Unterschied. Ja, ja, das ist wahr. Machen, dass er nicht mehr dass er nicht Gott ist. Genau. Ich habe jetzt gerade im Moment von dir gesprochen. Du bist, du träumender Geist, bist allmächtig in Bezug auf das, was du dir ausdenkst. Dein Problem ist, dass du aber nur auf einen ganz, ganz kleinen Bereich dessen, was du prinzipiell denken kannst, zurückreißt. Dass du nennst du bisher mein Wissen und denkst dabei an dein blaues Ich. Ja. Das blaue Ich ist ja nur ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und dieses blaue Ich hat die Eigenart, dass dieser Intellekt ja viel, viel größer ist. Jetzt immer wieder, wenn ich immer wieder sage, wenn du deinen Schwamminhalt, dein Intellekt betrachtest, dann muss dir eins klar sein. Du trennst zuerst einmal, wir brauchen eine Welle, du denkst jetzt einmal an dein Wissen. Und da ist jetzt, da du einseitig bist, denkst du jetzt an alles, was du weißt. Und das ist jetzt das da mal der Chat. Ja. Ein großes Chat. In deinem Wissen ist zum Beispiel das Wissen vom Internet. Ja. Da ist es Wissen drin, dass da Milliarden von Internetseiten drin sind. Ja. Das weißt du ja. Das ist dein Wissen. Und sobald, das ist aber die eine Seite, dass da unendlich viel Wissen noch in dir drin ist, das in dem Moment der Hintergrund ist für diesen kleinen Tropfen an Wissen, den du hast, der aber als Ding an sich auch schon unendlich groß ist. Ja. Und jetzt, wenn wir diese Seite wieder nehmen und wir betrachten nur die Seite, weil die Seite natürlich auch wieder eine Welle, wir haben ja dann diesen Aufbau 248, dann trennst du dein Wissen in Wissen, wo du sagst, ich weiß was von, das ist richtig, das existiert, ich weiß auch viele Sachen, wo ich auch weiß, dass das nicht stimmt. Das ist zum Beispiel, ich weiß was von einem Osterhasen, ich will mal nicht behaupten, dass der irgendwie existiert. Erkläre ich mir ja alles. Das heißt, du hast Wissenselemente, von denen du behauptest, dass die existiert haben, dass die richtig sind oder dass das nur Märchenfiguren sind. Also Nicht-Existenzen, eigentlich Hirngespinste. Aber auch ein Hirngespinst ist Wissen. Auch das Wissen über die eigenen Hirngespinste ist Wissen. Der Witz ist, dass du Holofeeling was erfährst, was sehr eigenartig ist.
wo es dann so in diesen einfachen Schriften heißt, ich kenne vom Hörensagen hier Einstein, Leibniz, Sokrates, Superman, Brummelstützchen, Schneewittchen. Ich will aber nicht behaupten, dass es hier jemals einen Superman gegeben hat, aber ich sage, wer bestimmt jetzt das? Darum sage ich, wo ist jetzt der Unterschied? Ich gebe dir ein Buch. Und dann liest du das Wort drin, du machst aus dem Wort Vorstellungen, zum Beispiel Menschen. Das ist der Normalzustand. Aber schon jetzt, sobald du dir Gedanken machst, wenn du das Buch in die Hand nimmst, wo du natürlich nicht mehr dran denkst, wenn du zum Lesen anfängst, ist es jetzt ein Geschichtsbuch oder ein Märchenbuch? Ändert oberflächlich betrachtet an der Geschichte überhaupt nichts. Oder ein Roman, ein reiner fiktiver Roman. Ja. Aber für dich, in der unbewussten Interpretation der Figuren, ändert das alles. Wenn du in der Geschichte drinsteckst, natürlich nicht. Ja. Wenn du jetzt hier zum Beispiel lesen tust, was weiß ich, Umberto Eco, das Focaccia-Bändel, da tauchen Figuren auf. Okay. Im Name der Rose, da tauchen Figuren auf. Gut gespielt. Da weißt du, das sind fiktive Figuren, das sind extrem weise Geschichten, die hier, ganz, ganz tiefe weise Geschichten, das sind Märchengeschichten. Ja, genau. Das ist aber ein Geschichtsbuch. Ja. Dann oberflächlich betrachtet ändert es an der Geschichte, an den Menschen, an den Interaktionen dieser Menschen, die von mir ausgedacht werden, überhaupt nichts. Aber im tiefsten Innern verändert sich doch dann alles. Sagen wir mal so, wenn ich zurückgreife auf wofür bist du wirklich Zeuge, dann verändert sich gar nichts. Das heißt, ich komme dann immer wieder zurück zu diesem Punkt, dass mir bewusst wird, das, wofür ich Zeuge bin, findet tatsächlich hier statt. Weißt du, was ich meine? Jetzt, das andere? Moment, so Moment. Zeuge, das ist ja der Martyrer. Genau das, was du jetzt sagst, erklärt dir der erste aller Martyrer, der ein Zeugnis ablegt. Ja, genau. Der zum Beispiel erkennt, hey, ihr Brösel, ich wiederhole nochmal, ihr bewundert eure Erzfeder. Ja. Ehe Abraham war, war ich. Ja, ganz genau. Aber das absolute Ich wurde da noch nicht verstanden, weil sobald wir jetzt diese Geschichte, diesen Jesus ausdenken, müssen wir sagen, bevor es den gegeben hat, sind ja wir. Ja, oder ich. Ja. Ganz genau, ja. Das ist schon heftig, oder? Das ist nicht heftig, das ist das Normalste der Welt. Boah. Ich könnte also jetzt wieder einen Sprung machen, ich könnte wieder einen Sprung machen, wenn du dich wirklich die Zeit nimmst für Worte, für kleine Szenen. Spring mal doch mal in den Weißenbuch-Vortrag, wo du warst. Ich habe das mehrere Male angesprochen, wir wiederholen das nochmal schnell. Ich spreche jetzt Worte, du machst jetzt einen Sprung, du blätterst jetzt praktisch zurück. Okay? Udo ist auf der Bühne. Er holt den Stefan auf die Bühne, stellt den Stefan mit dem Gesicht zu den Zuschauern hin, sagt: Stefan, halt einmal die zwei Hände vor dich hin, schau deine Hände an, ball die Hände zu einer Faust, streck sie wieder aus, ball sie zu einer Faust. Stefan macht es auf der Bühne, Udo neben den Stefan sagt: Frage, Stefan, hast du das Bedürfnis, diesen zwei Händen jetzt zu erklären, dass sie deshalb auf und zu gegangen sind, weil du das ihnen machen ließt? Stefan sagt: Schau mich an mit ganz, was ist das für blöde Frage? Natürlich nicht. Ja. Okay. Weil dann er weiß, sagt, die verstehen das nicht. Ich habe das Bedürfnis zum Erklären, den Stefan zu erklären, dass ich jetzt dafür verantwortlich war, dass er seine Hände auf und zu gemacht hat. Verstehe. Aber jetzt kommt's. Der Udo wiederum auf der Bühne, den du dir jetzt ausdenkst, aufgrund dieser Worte, oder eventuell, wenn du als Brösel in dem Zuschauerraum drin gesessen bist damals, du bist doch der träumende Geist, nicht der Brüssel im Zuschauerraum. Das ist eine Hierarchie. So ist es ja. Der Udo, den du dir ausdenkst, hat nicht den geringsten Einfluss darauf, dass du in den Raum dieser Figur Udo das jetzt machen liest. Aber da fehlt jedes Gefühl der Wahrheit. Du verstehst? Solange ein normales Programm läuft. Das große Problem, dass jedes, wie du das jetzt so schön, aber auch sehr trügerisch genannt hast, jedes, da gefällt jedes Gefühl der Wahrheit, Wahrheiten sind Wahrnehmungseinheiten. Und in dem Moment, wo du mit Wahrnehmungseinheiten konfrontiert wirst, ist dir gar nicht mehr klar, was die jetzt eigentlich als Ding an sich sind und wer dafür verantwortlich ist. Es sind deine Informationen. Ja, klar. Und du bist als träumender Geist nicht für das verantwortlich, was du träumst, obwohl du das erschaffst, verantwortlich ist das Programm, wenn wir die Computermetapher nehmen, die das in dir aufwirft. Und erst wenn du dich jetzt über diesen träumenden Geist
Das heißt, erst wenn du dich über dich erhebst, ich sage immer so schön geistreich gelesen, wenn du neben dir stehst und ständig dich beobachtest, was in dir abläuft, was du dir denkst, wie du das interpretierst, diese Interpretation existiert ja in der Regel gar nicht. Das ist, dass ich immer wieder sage hier, schau jetzt in dich rein, dieses tausendmal sage ich, schau zur Tür hin, schau die Türklinge an. Dreh den Kopf, schau die Türklinge an. Wo war die ganze Zeit? Die hat nicht existiert. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Ich mache mir gar keine Gedanken darüber. Nicht dran denkst, wenn das natürlich, wenn du das noch glaubst. Ja. Aber an gewissen Punkt wirst du dann merken, dass das sich wirklich austauscht. Dass das du meine dann ich. Du absolut beeiden kannst, dass du im tiefsten Innern aufgehört hast zu glauben, dass ein Gedanke auch dann noch da außen existiert, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Wenn du das ohne eine Meinheit zu schwören von mir behaupten kannst, dann erlöse ich dich von dem Traum. Was natürlich für andere wieder, wenn du ein wunderschönes Leben hast, nein, ich will noch nicht aufwachen. Das ist ja auch so eine Sache. Viele wollen ja gar nicht wachen. Was wieder schizophren ist, dass die, die das Leben am meisten ankotzt, dass genau die alles dran tun, dass sie nicht wach werden. Ich sag dir warum. So wie ich es wahrnehme. Okay, ist nur meine Idee. Weil du ihnen kein Äquivalent bietest. Das heißt, du sagst zwar, was du bist, aber du sagst nicht, was dann ist. Weißt du? Das ist genau, was ich immer, das ist diese Entscheidung, vertraue ich oder vertraue ich nicht. Das ganz hat, genau. Ich kann dir das noch genauer erklären. Das heißt, ich kann, habe ich auch immer wieder gesagt, das ist richtig, was du sagst. Die Schwierigkeit ist ja die ganzen Jenseitsvorstellungen zwischen Himmel und Hölle, die Einseitigkeit, wo wir so oft drauf eingegangen sind. Dass ich sage, ob du in den Himmel willst oder in die Hölle will, keiner will dahin, wo Himmel und Hölle, in die Mitte. Ganz genau. Keiner will in diese Mitte. Was ist das? Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Ich weiß. Natürlich. Ich kann einen Embryo in der Matrix nicht erklären, was er ist, wenn er rauskommt. Weil er wird ja aus der Matrix gar nicht rauskommen, wenn ich sage, du liegst jetzt erst einmal in der Scheiße. Du bist jetzt so schön in diese Matrix eingebettet, schwimmst hier in dem schönen, handwarmen Mutterwasser rum, verstehst du? Und jetzt kommst du raus und dann wirst du die meiste Zeit in der Scheiße liegen. Da will er doch gar nicht raus. Nee, natürlich nicht. Aber das ist natürlich nur eine Phase. Es ist natürlich auch nur eine Phase. Du kannst nicht, du kannst es, die Verantwortung einen nicht schmackhaft machen, wenn man wirklich weiß, was mit Verantwortung verbunden ist. Wenn Politiker wirklich Verantwortung übernehmen würden, wird sich keiner drum reißen. Das ist die schöne Geschichte übrigens in der Sokrates-Platon-Sokrates-Geschichte, der Staat. Die Schiffsgesellschaft, man sollte das echt einmal lesen, und zwar geistreich lesen, nicht so, wo hier ein neuer Captain, ein neuer Steuermann, glaube ich, wird gewählt. Und dann reißen die sich drum, die Politiker, die sich drum reißen, an die Macht zu kommen, kannst du alle vergessen. Ja. Da ist einer, der als einziger das Wissen und die Weitsicht hätte, aber einer, der das Wissen und die Weitsicht hat, hat der auch den das Verstand, nicht. Dass er sich nicht drum reißt, Verantwortung zu übernehmen. Ganz genau, so ist das, ja. Wenn er die auch bereit wäre zu übernehmen, wenn irgendwas Schlechtes passiert. Alles gut, ja. Weil die übernehmen ja keine Verantwortung. Die setzen Milliarden in da gibt es jetzt die Liste, kann man riesengroß machen. Ein einziges Bilderbuch von Verbrechen, was in deinen Geschichtsbüchern drinsteht, wo ich jetzt so schön mit einem Lächeln sage, sind Märchengeschichten. Ja. Ob du jemanden bewunderst oder nicht bewunderst, ich kann dir immer wieder bloß sagen, schon die Tatsache, dass sich einer politisch engagiert, ist ein klares Zeichen, dass er nur eine geistlose Existenz ist. So ist es. Weil er versucht immer, alles in der Politik versucht, Zeit, Einseitigkeiten anzustreben. Das Interessante ist, vollkommen schon Menschenleben auch zu retten, jetzt in der Corona-Krise, diese Vorgabe, wir wollen ja, mit, ja. Es ist so ein Missverstehen von dem, was das Wort Mensch bedeutet. Ja, genau. Ganz genau. Es ging natürlich jetzt extrem herzlos, ich weiß es, aber das ist eben deine Einseitigkeit. Dass nein, das ist nicht Liebe, herzlos. Etwas zum Fressen gern haben, selbst was du dir vorwirfst, diese Sucht des Einswerdenwollens. Es geht um eins zu werden. Das erste Mal könnte ich ganz grapp sagen, die höhere Ebene erreichst du, wenn du das erste Mal den Unterschied, das, was sich widerspricht, eins machst und das dadurch diese Einswerdung in was vollkommen Neues verwandelst. Mein Standardbeispiel, wir nehmen in der Flächenwelt ein Kreis und ein Dreieck, die sich vollkommen widersprechen, obwohl das sich eigentlich gar nicht widerspricht. Wenn man oberflächlich wieder betrachtet, haben wir ein Ding ohne Ecken und eins mit Dreiecken. Die kleinste Form einer Fläche, die ich abspanne mit Geraden.
Genauer betrachtet ist aber der Kreis ein Unendlicheck. Das ist das Unendliche, das alles. Und das D-Dreieck, wie wir jetzt das nennen, der Tetraeder, das Symbol für das Nichts. Mhm. Das ist eine 1-durch-4-Struktur. Mhm. In dem dann praktisch die 0,25 Wurzel 25 plus minus 5, da habe ich doch so oft gesagt, ja. Unser klassischer Pythagoras, der jetzt in dem Schiffsbeispiel von eben drin ist. Schon klar. Wo es ganz klipp und klar heißt, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Man setzt in der Klassik zuerst einmal die D-Reihe, dann die 4 im Quadrat und dann kriegen wir die 25, die Diagonale, die ja genau diese nicht, dieses Dreieck erzeugt dann im selben Moment nochmal der Dreieck. Und unsere Dia, die auseinandergeschmissene, in dieser 1-4-Struktur, wenn du in der Mitte bist, ist ja dann 0,25. Mhm. Aber 0 ist Ei, der Schöpfergott ist nichts. Okay. Und Wurzel, der ist die Wurzel für die 25. Und das ist plus 5, minus 5. Da steht eigentlich schon Jahwe mit drin im Pythagoras. Stimmt. Mhm. Das ist das Geheimnis, wenn du weitergehst. Und das sind keine philosophischen Spielereien. Dann schau einmal in die Holoarithmetik rein. Da kann ich immer wieder, ich kann ja nur sagen, Figuren, die große Masse und so, die sind, die von mir ausgedacht werden, umso geistloser sind sie. Ich habe meistens unscheinbare Brüssel, die ich heimhole. Dilemma. Ja. Das habe ich beim letzten Selbstgespräch mit den Feddings gesagt, glaube ich, und mit Idonis, wo ich sage, schau, das sind entweder normale Volksschullehrer oder du bist jetzt nicht ganz blöd, für normale Masse aber schon überstudiert. Rein jetzt vom intellektuellen Werdegang, den du dir jetzt ja. in deine Vergangenheit denkst, wo du überall ein bisschen reingeschnuppert hast ja. und immer gesucht hast nach dem, was dich satt macht, bis irgendwann einmal bei der Holi die Holo-Feeling aufgetaucht ist. Ganz genau. Stimmt oder stimmt, das geht jedem so. Ja. Aber dann musst du das Spiel alleine spielen. Ich weiß. Als Brösel und der Brösel. Finde ich irgendwie aber auch ziemlich anstrengend. Ja, es ist der Lohn, der auf dich wartet, ist jetzt wieder das Fragezeichen. Ich glaube, darüber denke ich nicht nach. Und nach oben sehen, ganz lass dich doch einfach überraschen. Das Einzige, was ich genau. weiß, auch wenn du wirklich wach wirst, ist kein Hauch mehr an Gedanke da, an das, was du jetzt zu sein glaubst. Weißt du, das sonst weiß ich. Ich bin in einer Wiederholschleife. Also das Vorstellen, wo ich immer wieder sage, von einem Himmelreich, wo ich hinkomme, es ist halt. Es löst sich auf. Ein Arsch zu spielen macht auf Dauer keine Freude. Das ist einmal zeitlang interessant, ja. aber der Arsch ist nicht der Reizauslöser, den du einen Arsch nennst. Wieder dran denken. Du denkst dir, zerst doch mal jemanden aus, wo du dich drüber aufregst. Unser Spiel im Chat. Ja, das ist ein wunderbares Spiel, wenn die dann wieder ihren Schreibdurchfall kriegen, wie der BC das nennt. Das macht doch einfach nur ein bisschen Spaß, mein ja, Gott. Ja, das kann aber das doch möglich sein. Das ist ja, du bist ja nicht immer gleich gut drauf. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das, manchmal amüsiert es dich und dann geht es dir doch wieder auf den Keks, wenn du da hier 200... Dann gehe ich raus und das war's. ...freuen musst, die nur leeres Geschwätz und ein Hin und Her sind. Dann kommen wir wieder sehr geistreiche. Das ist eben der Unterschied, dass du da durchaus unterscheiden kannst. Das kann oft nur ein Impuls sein. Verstehst du, wenn jetzt eine... Ja. Ich jetzt zum Beispiel als Brösel Udo sagen, ich rede jetzt ganz normal als Mensch, wenn dann immer Videos reinkaut werden, kein Problem, Udo arbeitet auch mit Videos, den ich mir jetzt ausdenke. Aber er gibt immer eine Erklärung dazu, dass einer wirklich genau das fehlt, ja. reinstellt, dann solltest du dir das sehr, sehr gewissenhaft anhören. Und der Komplex in einer Verbindung, meinetwegen mit dem BC oder mit dem Redo, dass auf Kleinigkeiten in den letzten, wenn du jetzt zurückscrollst, wo hier ich dann wieder viele Male habe ich schon Worte, alles nur Worte reingestellt. Dass hier Kassettenrekorder, dass da Kassetten, da ist jetzt dass der Baby, das mit einer Kassette spielt, übrigens rot angezogen. Das ist ja der Vorläufer, das war ja noch ein analoges Denken. Ja, ja. Und dann ist hier ein Heer von Kassetten, CC, habe ich schon gesagt, C Quadrat ist ja eigentlich CC, die kommen dann alle in den Mülleimer. Mhm. Dann schon immer die Farben, was die auch noch mit dem roten Herz und mit dem blauen Herz, der die schwarze Sonnenbrille auf hat. Das sind auch die Bilder, die Farben, es ist jede Kleinigkeit, die zu dir spricht. Und jetzt ja. werden diese analogen Bänder, die noch ja Raum und Zeit synchronisieren. Ich habe immer früher gesagt, wenn du eine Kompaktkassette hast, eine LP dir holst als Kassette, CD hat es ja nicht gegeben, du kannst entweder die LP kaufen oder die Kassette kaufen und du wolltest dann vom Lied 1 zu dem Lied 5, dann musstest du du hast Zeit gebraucht. Was machst du jetzt beim CD-Player? Du drückst drauf, zack, und es ist da. Ja, genau. Das heißt, genial. Die Zeit zieht sich auf.
Und dann bringe ich ja die Geschichte, wo der BC aufgreift mit Mancos. Was ist jetzt eigentlich Ordnung? Der Urwald, die Flora und Fauna des Urwalds oder in irgendeinen hingestriegelten englischen Garten? Ja. Und da bringe ich dann genau dieses Spring hier von Manwana, der übrigens mit Nachnamen B. Brandmeier geheißen hat. Brandmeier. Cool. Der war zuerst der Chef von Siemens Österreich. Ich habe die Geschichte vor langem schon mal erzählt. Den habe ich übrigens bei Siemens in Erlangen beim Vortrag kennengelernt. Also da waren wir beide auf dem Vortrag, unabhängig voneinander, bei Professor Bernd. Da hat Professor Bernd einen Vortrag gehalten und in dem Vortrag war ich, den wollte ich unbedingt meine Anlagen hören lassen. Und für dich ganz kurz nochmal die Geschichte. Großes Idol von dem jungen Udo und ich wollte dem Professor Bernd, wollte ich der Guru persönlich mit Quincy Jones, all das persönliche, Ray Charles, alles Dudes-Freunde von ihm. Der war ja der Jazz-Papst. Oh. Und er hält einen Vortrag in bei Siemens an der Uni. Und was war das Thema? Weiß ich nicht mehr. Thema war uninteressant. Er hat einen Vortrag gehalten und ich wollte unbedingt, okay, dass der zu mir nach Weißenburg kommt und meine Anlage anhört. Ah, okay. Und ich war in dem Vortrag, es war irgendwas Esoterisches mit Klangschale, Bing, Bing, wir folgen den Ton in die Stille, obwohl es eigentlich Ingenieure drin waren. Okay. Und da war dieser Werner, war auch in dem Vortrag, der ist extra von Wien angereist, weil er ihnen nämlich auch was zeigen wollte. Und dann kann er persönlich Fragen stellen und ich war in der Reihe und ich war vor ihm, vor dem Werner gestanden und wir waren halt so in einer kleinen Gruppe, dann bin ich dran gewesen und dann erkläre ich ihm von meiner Ahnung, dass die ganz anders sind und ich würde ihn bitten, es wäre ein Erlebnis für ihn. Ich hole dann ab, ich fahre, war natürlich Erlangen-Weißenburg, ist nicht jetzt ewig weit, aber du fährst hier eine gute Stunde mit meinem Auto. Ich hole ihn dann und ich bringe ihn wieder, dass er sich das einmal anhört. Das war so ein Reizauslöser und der Werner ist hochinteressant. Der ist bei Siemens, der hat ja bei Philips Zast hier den CD-Player mitentwickelt, dann ist er zu Siemens gegangen und ist dann hier speziell hier Aufnahmesysteme, ist dann Chef von Siemens Österreich und du musst wissen, in Österreich der ORF, die Aufnahme wegen, das ist ja fast Siemens Elektronik. Das heißt, wenn jetzt hier vor Weihnachten habe ich ein Update reingemacht, da war ja in Weißenburg, ist ja das heurige Weihnachtsansprache, die Weihnachtsgottesdienst, der übertragen wurde, wurde ja in Weißenburg in der Andreaskirche aufgenommen. Schon Tage vorher, Wochen vorher. Und das, wenn du gesehen hättest, was die für einen Aufwand betreiben, die sind mit großen Lastzügen, mit Übertragungswegen da gewesen. Der Vorhof, die Kirche wurde mit riesen Scheinwerfern angestrahlt von innen. Die Weißenburger haben danach gesagt, wir wussten gar nicht, dass unsere Kirche so schön ist, was die für einen Aufwand betreibt. Jetzt ausgedachterweise. Und du solltest wissen, dass du so Übertragungswagen vom ZDF oder ARD, ZDF war das in Weißenburg, auch bei der ORF ein Übertragungswagen, die Übertragungstechnik, die kosten bis zu 7 Millionen Mark. Und Siemens macht diese professionelle Übertragungstechnik auch, diese Abteilung von Siemens. Und der Werner war Chef von Siemens Österreich für diese Übertragungstechnik, für die Studiotechnik. Aber deswegen wollte er mit dem nichts haben, er ist mit verheiratet und der ist sehr viel in Indien gewesen und der war so in so einer indischen Sekte und der hat Fotos dabei gehabt und Bernd macht ja dann hier zuerst einmal extrem mit Geist und Meditation und er wollte ihm Fotos zeigen und ich sage jetzt, die Fotos sage ich dir gleich, das ist Foto gewesen, die hat er mit einer kleinen normalen Kamera aufgenommen, nicht digital, einer normalen analog, das war zu einem Zeitpunkt, da hat es noch Analogkameras gegeben. Und da sitzt er mit Bekannten auf einer Parkbank und du musst dir vorstellen, dass das Bild absolut scharf war und die Figuren, die waren wie wenn ich jetzt Menschen aufnehme und ich bei der Belichtungszeit ziehe ich die Kamera nach oben, die waren wie Feuerflammen verschmiert, als wenn du die Kamera verschiebst über den Köpfen, die haben sich so hochgezogen, waren lauter gestochen scharfe Gesichter drin und er sagt hier, der hat die Abzüge gemacht, die habe ich mit meiner glatten Agfa. Und der Bernd hat dann bloß gelächelt, weil er kennt diese Phänomene. Es muss auf dem Programm drauf sein, dass du das denken kannst. Wenn sich von vornherein sagt, es gibt es nicht. Ein Wissenschaftler, den du mit solchen Bildern konfrontierst, wird es nie zu sehen bekommen. Ja. Außer er deckt, er sucht ja nur nach die Fehler. Das ist das mit die Wunder, wo ich sage, ich werde keine Wunder machen. Die bringen dir nichts. Entweder bist du leichtgläubig
und dann glaubst du mir alles, was ich ja gar nicht will, du sollst das überprüfen, oder du willst es eh nicht glauben, dann suchst du bloß nach einer Möglichkeit, wie man David Copperfield-mäßig das, diese Illusion genau. erzeugt. Genau. Und er zeigt ihm die Abzüge und da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, das Wichtige war, wie ich ihm von meiner Anlage erzählt habe und ich war vor dem Werner gestanden und der Werner hat ganz privat auch noch ein kleines für sich als Hobby ein Tonstudio gehabt, wo er Aufnahmen gemacht hat mit indischer Musik, mit Sitar-Musik und so weiter und so fort. Da war er sehr drinnen, das war so hobbymäßig. Das war früher, muss ich dazu sagen, und er hört es natürlich und wird ganz Ohr. Und dann danach kommt er und dann hat er gesagt, ob er nicht auch mitfahren darf. Es würde ihn auch unheimlich interessieren, hat er von ihm erzählt. Und dann ist er mit dem Bernd in Dach drauf, habe ich die abgeholt und ist dann mit mir in Dach drauf in Weißenburg im Studio gewesen. Und da hat sich dann eine riesen Freundschaft aufgebaut. Und da muss man dann wissen, dass dieser Werner Brandmeier, sagt er hier, in unserer Freundschaft hat er sich dann ans Geld verkauft, sagt er, ihm wurde dann angeboten, weil das Großklinikum Wien gebaut wurde und Siemens natürlich auch Medizintechnik macht. Für, was nicht, hunderte von Millionen wurde da ja Medizintechnik reingepumpt. Und dann haben sie ihm angeboten, dass er Chef von der Medizintechnik wird, also nicht die Audiotechnik und Aufnahmetechnik. Und er sagt dann ganz ehrlich, das ist zwar überhaupt nicht sein Metier, das ist ja rein Verwaltung, das hat ja nichts mehr mit Ingenieurwesen zu tun, aber das Geld, die haben so unverschämt viel Geld für den Job geboten, dass er fast nicht einsaugen konnte. Und dann ist er doch relativ unglücklich gewesen drin. Und der hat es dann auch veranlasst, die Aufnahmen, die ich mit meinem Aufnahmesystem mit den Wiener Philharmonien gemacht habe und auch dann mit dem Radiosymphonieorchester in Bratislava, wie ich die Typen kennengelernt habe, das ist über den Werner passiert, weil er durch Siemens Tontechnik da natürlich die alle kannte und da mit drin hängt ist. Cool. Und der hat es dann angeleiert, wo man dann hier auch mit den Ingenieuren von der Deutschen Grammophon, die dann hin und weg waren, aber die das auch viel zu viel kopfgesteuert waren, die haben dann wieder nach einer normalen Erklärung gesucht, wie mit Dolby Surround, weil meine Anlagen so dreidimensional echt sind. Die kannst du nicht erreichen, glaub es mir. Das ist ein Lernprozess, den du hast ohne Ende. Ja. Leben, jedes Leben ist, das kann ja so ein Dahinplätscherleben sein. Wenn ich jetzt, wenn man jetzt vorstellt, so, ja, wer bin ich denn? Das sind dann die, die sich über alles aufregen, die extrem rechthaberisch sind. Jetzt ein Urgo-Leben, könnte ich sagen. Das ist nur embryonales, göttliches Leben. Er spricht ja schon auf Holo-Feeling an, aber die Äußerungen, wo du merkst, die Qualität, das ist eigentlich nur nervig. Aber ist das das Ding, das dich nachts rausblättert, nicht auch? Oh ja, ja. Im Normalen merkst du, wie sich das spiegelt? Ist das eine Phase, wo ein Kleiner, der ja vollkommen unschuldig ist? Schuld ist immer der, der sich über was aufregt, wenn die Liebe fehlt. Ja, das stimmt. Jetzt kannst du nur schauen, wie du auf das Geschwätz reagierst. Oder wo ich gesagt habe, hier auch einmal, was dann erwähnt wurde, du kannst doch jetzt rausgehen, wenn eine rausgehen aus dem Chat, wenn sie schon mal drin sind. Ich sage, das ist ein Nicht-Haben-Wollen. Ich sage, bleib auch drin, aber schau sie es einfach nicht an. Exakt. Wieso dann rausgehen? Genau. Rausgehen heißt, das will ich nicht mehr. Oder dann vielleicht, ich habe es nicht mehr nötig. Gibt es auch welche, die meinen, die haben es schon verstanden. Denn ihnen gehen nämlich dann auch, wenn da seitenweise Geschwätz kommt, immer wieder mal der sehr geistreiche Eintrag von dem IUB. Ja. Der dir dann eben rausgeht, der dir fällt. Ja, ganz genau. Ganz genau. Stimmt. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe auch manchmal so gedacht, ach Mann, das langweilt mich jetzt. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ganz ehrlich. Aber es wird sich auflösen, wenn du wirklich losgelassen hast. Ach ja, das war es weißt ist du? Ja schon das Problem, wenn ich jetzt, wenn du jetzt genau zugehört hast, wenn ich sage, wenn ich rausgehe, gehst du nicht jeden Moment aus dir heraus, wenn du dir immer. Was ausdenkst? Immer, immer, immer. Es geht weißt doch du? Ums Reingehen, nicht ums Rausgehen. Ganz genau. Zurückholen. Exakt. Wie hole ich was zurück? Hole ich was zurück, wenn ich sage, das will ich nicht mehr und ich klicke es weg? Natürlich. Ja, nein. Es hängt von deinem Bewusstsein ab. Ganz genau. Und abgesehen davon, weißt du, ich weiß deshalb, dass das 100% richtig ist, dass in dem Augenblick, weil das durfte ich durfte wirklich erleben, wie es ist, wenn man, wie soll ich sagen, oder sagen wir andersrum, man hat schon eine einfache Möglichkeit, das selber nachzuprüfen. Ich durfte erleben, wenn ich das so sagen darf, also mit diesem Programm durfte ich erleben, wie es ist, wenn man dann tatsächlich raus ist und dann bemerkt, dass man überhaupt kein Interesse mehr daran hat, was da nun geschieht oder man macht sich über nichts mehr Gedanken. Man kann das gut nachempfinden, wenn man sich mal die Frage stellt, warum erinnere ich mich in meinen sogenannten menschlichen Träumen nie daran
oh, ich müsste jetzt noch einkaufen gehen, dann müsste ich meinem Sohn noch eine Hose kaufen und ich sollte vielleicht mal sehen, wenn ich jetzt Enkelkinder habe, dass meine Enkeltochter, oh Gott, darüber mache ich mir, die tauchen alle gar nicht auf. Keiner von ihnen, nicht ein einziger. Und da ist nicht ein Gedanke in, oh, ich müsste jetzt für 3,50 Euro noch mal eben schnell mir, weiß ich nicht, Milch kaufen. Nichts, nichts davon ist da. Das ist doch spannend, oder? Dass diese elementaren Dinge, die jetzt ja so wichtig sind, die sind überhaupt nicht da. Wenn die nicht, ich sage jetzt mal von dir, okay, von EchoP, eingespielt werden, auch im Traum, dann ist das nicht da. Und dann vermisst man das auch nicht. Und das ist doch der Faktor. Es hat doch noch nie jemand vermisst, im Traum einen Apfel zu essen. Kannst du vermissen, was du schon hast? Genau, aber das muss einem doch erstmal bewusst sein. Aber hast du nicht alles? Aber dann wiederum an das Hast mit Hassen denken? Du hast das, was du dir ausdenkst. Ja, genau. Weil du es ihn dann nicht mehr hast. Ja. Das ist auch so ein Spiel mit ich setze dich in Bewegung. Ja, genau. Du kannst doch nicht etwas vermissen, was du besitzt. Ja, genau. Das ist ja besitzen, ist ja wie das Entstehen, ist ja auch so eine Sache. Wenn etwas entsteht, heißt es, es setzt sich in Bewegung. Das ist die ganze deutsche Sprache. Übrigens, apropos der deutschen Sprache, da hatte ich ein schönes Gespräch mit Andrea. Und dann sagt die Andrea, mir ist aufgefallen, dass eigentlich die ganzen Wörter, wenn jetzt von mir auf Länder denken, und dann sagen wir, die sprechen Französisch, die sprechen Englisch, die sprechen Türkisch, die sprechen Italienisch, die sprechen Amerikanisch, die sprechen Hebräisch, die sprechen was auch immer, dass das alles Ich ist. Ja. Bis richtig. Auf Deutsch. Stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Deutsch. Sehr und dann klug. Sag ich, das steckt doch in dem Wort Ivri schon mit drin. Mhm. Wenn das Ivri, ist auch Hebräisch, aber die Hebräer nennen das ja nicht Hebräisch, sondern Ivri. Mhm. Und jetzt ist ja dieses Ivri, wenn wir mal anschauen, ich muss ganz kurz nochmal das Bild hier machen, oder mal schnell. Okay. Das ist mir auch aufgefallen. 100 Pro, weil das ist ganz interessant. Das ist immer das wieder das Rot-Blau-Lesen. Ja. Ich spreche Deutschisch. Das klingt nicht wirklich richtig gut. So, ich habe jetzt da das gleiche mal hier. Das so. Schau, wenn wir uns das Ivri anschauen. Halt. Mhm. Das war noch nicht. Wir machen das erst einmal die ersten zwei. Das heißt der Augenblick auf eine Polarität. Mhm. EB. Wenn wir das mal einschalten. Schau, immer wieder, das ist die Quelle ist verbunden. Der Augenblick ist außerhalb einer Polarität. Mhm. Das steckt in den Lautwesen schon mit drin. Das ist jetzt ein Balken. Okay. Schau, das ist sehr interessant. In Gott, im Nichts, entsteht etwas wie existieren, kennen. Unser Kennen ist ja unser Fundament. Ja, F-Fundament, Mendio, etwas überlegen und verbreiten. Ja. Normalerweise wird es meistens übersetzt mit Wolke. Das ist natürlich auch ein Ball, Beall in Gott, wird Licht zu einer aufgespannten Existenz deines Gehirns. Ja. Wir machen das blau. Das geöffnete Ich. Richtig. Jetzt können wir DH lesen, da haben wir viele, wird eine gespiegelte Erscheinung. Du merkst, es stimmt. Ja, natürlich, klar. Jetzt die Wolke. In der Regel wird es mit Wolke übersetzt. Schau mal. W-Oll 70-20 wie dein Joch. Ja. W-Oll-K. Der Aufgang einer Schwelle wird zum Vordach, es wird ausgedacht. Ja. Das ist EB. Dann die Zweierradix, wo man auch gehabt hat, B heißt in mir. Bist du dabei? Ja, natürlich. Na klar. Hä? Das ist EB, das haben wir gerade gehabt, das habe ich zufällig gemacht, wir bleiben mal bei dem, das sind ja die Grundradix, hupsa. Das führt uns zur Dicke. Mhm. Die Dichtigkeit, die Dicke, die Stärke, eigentlich heißt es meine Schwelle, mein Vordach. Mhm. Okay? Ja. So, wir wollen aber den Eber, EBR, da haben wir dasselbe, das EB bleibt gleich. Aber jetzt wird es interessant, der Balken wird BR. Und da wissen wir, das heißt, das da mal hier das Äußere. Mhm. Ein freies Feld. Etwas auswählen, das, was du auswählst, wird es nach BR8 liegen. Das wird LR auseinandergeschmissen, weg. 3N, eine Spiegelexistenz.
Und roh ist ja dann einmal zum Freund und einmal das schlechte Urteil, geöffnete Existenz, je nachdem, ob du es positiv oder negativ machst. Ja, klar. Und wir wollen jetzt den Ivri, das ist erst einmal der Hebräer, dieses Wort, das ist, da kommt das Wort Hebräer her. Aha. Eber. Eber, Shem, die Seiten, gehe ich darauf ein, biblische Figuren. Das okay. ist zum einen der Embryo der Fetus, das ist in der Matrix 1. Dann heißt es Seide. Das ist nur eine Seide und die Seide ist die Vergangenheit. Jetzt frage ich dich, mit was gehst du eigentlich schwanger? Du gehst ständig, was du neu konstruierst, baut immer auf deinem vergangenen Wissen auf. Richtig. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Dann wird es sehr oft, schau da unten das Grüne, wenn wir anschauen. Das sind die Floskeln in der Übersetzung, der deutschen Übersetzung der hebräischen Bibel, wenn dieses Wort Ivri dasteht. Das heißt auch hinübergehen, hinüberzugehen, überschreiten, vorbeiziehen. Schau mal, ein Überschreiten, ein Vorbeigehen, die Seite, Alte, Ecke, ein Rand, R-A-I-D, ein Gegenüber, das Jenseitige, das Jenseits, drüben, D-R-Üben, drüber, auf der anderen Seite. Seite, die Frage ist, auf welcher Seite stehe ich? Egal, auf welcher Seite ich stehe. Stehe ich auf der Seite, die immer ist, oder stehe ich auf der Seite, die wenn ich auf der vergänglichen Seite stehe, wünsche ich mir das Diesseits. Das Jenseits, das ist ja dieses Spiel, das hier sich letztendlich in mir abspielt. Ja. Was jetzt wichtig ist bei diesem Spiel, dass ich gerade immer so aus dem Diesseits gesehen, das ist ja eigentlich das göttliche Seits, aber wir nennen natürlich gespiegelt wieder das Diesseits die vergängliche Welt, haben ein Jenseits des Ewiges. Mhm. Ich sage, egal, was du dir ausdenkst, das ist jenseits von dem, wo es herkommt. Das ist ja vorgestellt. Und jetzt ist es immer, solange du zeitlich denkst und du meinst, in der Vergangenheit ist was entstanden, muss das in der Zukunft wieder vergehen, bis wir wissen, dass all das jetzt passiert. Wir drehen unsere Transversale. In dem Moment, wo was entsteht, muss auch was fällen. Ich nenne das einmal entstehen und fällen, vergehen. Aber wie willst du kreieren, wenn du dieses Muster nicht hast? Gar nichts. Dann geht es ja gar nicht. Das ist ja die Vergangenheit, die du dir denkst, ist schon das erste große Problem. Ja. Weil das nämlich nur eine Seite ist, da fällt ja die Zukunft. Die du ja noch nicht kennst, weil die Vergangenheit glaubst du ja zu kennen. Exakt, das meine ich. Und was jetzt ist, du lebst in einer einseitigen Welt. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass auch die Seite, die Seite, die Rippe, die entnommen wird, hast ja auch Seite. Das ist auch nur eine Seite. Du hast aber dann nicht Eber, sondern Zellen. Mhm. Das ist ihre Schatten. Da ist das Prinzip schon wieder mit drin. Ja. Ich kann das ja nur ansprechen. In Wirklichkeit ist es so perfekt wie ein Computerprogramm. Erinnere dich, wo ich gesagt habe, alles, was in dir auftaucht an Geschichten, funktioniert immer. Es gibt nichts, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Selbst wenn du einen Fehler, wenn jetzt dein Computer ein Virus sich einfängt, dann würde in Maße zum dieser Programmveränderungen auch was anders machen. Ob du das jetzt Virus oder Update nennst, in beiden Fällen hast du eine Programmveränderung. Ja. Und wenn jetzt hier meinetwegen im Netzteil ein elementares Bauteil durchbrennt und der macht gar nichts mehr, dann funktioniert es doch richtig. Wenn diese Leitung durchgebrannt ist, funktioniert er nicht. Die Leitung geht überhaupt nichts mehr. Ja, genau. Das heißt, alles, was passiert, ist göttlich perfekt. Es ist nur nicht so, wie du das haben willst, aber die Schwierigkeit ist, dass du das jetzt haben wollen solltest. Hm. Weil solange du immer nur eine Seite haben willst, bist du unvollkommen. Ja, so ist es ja. Der leben will, will eben das Gegenteil nicht, dass er nicht mehr lebt. Ja. Aber da hat er wieder die Vielfalt des Wortes Lebens außer Acht gelassen. Weißt du, wenn du von einem, der sagt hier, ich will Krebs, wenn er im Fischlokal sitzt. Völlig okay. Aus dem Zusammenhang gewissen ist das was Schlimmes, wenn du nur in der Krankheit wohnst. Oder der hat eine Tante gemeint, die gegenüber sitzt, von der er weiß, was sie für ein astrologisches Zeichen ist. Das wäre auch noch okay. Alles andere wäre dann schon, da würde ich mir dann schon Gedanken machen, warum jemand das möchte. Das ist gerade, die ist gar nicht bewusst als normaler Mensch, wie du in diesen Einseitigkeiten hängst. Die Fragen, die du stellst, sind in der Regel, darum sage ich immer, die persönlichen Fragen, es sind immer Kategorie 1 und 2 Fragen. Was heißt es kurz gesagt?
Es sind Fragen, wo du eine Antwort erwartest, die nur eine Facette aus dem heiligen Ganzen ist. Entweder oder, genau. Ja. Und das heilige Ganze, um das eigentlich sich alles dreht, dass du selbst bist, wenn ich sage, ich erkläre dir, was du bist, das interessiert den normalen Menschen überhaupt nicht. Und selbst wenn man dann hinführt, ist ihnen das gar nicht bewusst, mit was für einer Verantwortung das verbunden ist. Ja, so ist es, ganz genau. Ganz genau. Hast du schon die Größe, für alles, was du dir ausdenkst, die Verantwortung zu übernehmen? Nee, ganz sicher nicht. Oh, nee. Oh, lieber nicht. Weißt du, nein, nein, ist, also. Das ist dann auch in der Brösel, und das musst du im Kleinen als Brösel anfangen, zuerst einmal selber zu leben im Kleinen. Das tue ich. Ich habe doch auch den Schmetterlingseffekt angesprochen, dass gerade so kleine Entscheidungen, du musst nicht, das Große muss dich noch gar nicht interessieren. Lass uns Babyschritte machen. Genau. Aber das erfordert erst einmal die Präzision, dass du dir abgewöhnst, ihn nicht in einer Form von nicht haben wollen, sondern von vervollkommnen. Ja. Dass solche Sätze, dass dir bewusst wird, wenn du sagst, ich kann nicht anders. Wenn ich sage, wer bestimmt jetzt, das ist dein Ego, willst du nicht irgendwann einmal Selbstverantwortung übernehmen und nicht immer nur dieses Ego, deinen Schwamminhalt, das Wissen von anderen bestimmen lassen? Gut, das sind nicht meine Sätze. Waren sie in meinem ganzen Leben, Gott sei Dank nicht. Also diese Frage, ich kann nicht anders, hat sich für mich nie gestellt. Das ist, es ist auf dem Film drauf, wie ich sage. Und jetzt ist ja das Schöne, ich mache es dir so leicht, wenn ich sage, spitzerst du mal deine Rolle weiter. Aber wer zum Beobachter, zu dem Beobachter, der, ich sag mal, die Floskel um Himmels Willen nicht anfängt, seine eigenen Wertesysteme zu bewerten. Ganz genau. Sonst bleibst du ein blindes Arschloch. Ganz genau. Es geht um eine wertfreie, schonungslose Bewusstwerdung dieser Geistlosigkeiten, wie man zwanghaft reagiert. Ja, das ist wahr. Einfach obwohl, bewusst machen, verdammt noch, weil mir mächtig ist der Zweite noch in mir. Aber selbstverständlich, das kann man ja immer wieder spüren, ja. Das und volle Breitseite, ich sage, das, was deine Gefühle erzeugt, ob das ein Angstgefühl ist, ob das ein Schmerzgefühl ist, ist immer noch Unbewusstheit. Du leidest mit was Ausgedachtem mit, und wenn es das ist, was du meinen Körper nennst. Ja, das ist wahr. Du leidest mit etwas mit, was als Ding an sich gar nicht leidet, und du willst es loshaben. Bei mir ist es eher so, du erinnerst dich. Achso, okay, alles klar. Es geht um einen Bewusstwerdungsprozess. Ja, das stimmt. Ich kritisiere nicht, weil eine Kritik, eine Bewertung, ja, ist meistens immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Das ist wahr. Ich beschreibe Vorgänge. Lerne davon oder lass es sein. Ja, lass ganz genau. Die heiße Herdplatte. Das ist vollkommen richtig. Ich sage das einmal und ich sage das zweimal. Mir ist das übrigens aufgefallen bei dem Wort Luke. Das hast du eben auch wieder da drin gehabt in dem Ivri. Für mich ist das Wort etwas anderes. Für mich ist es auf der einen Seite, dass ich komme ja von der Küste, wie du weißt, und da ist Luken, heißt eben schauen. Und wenn es zwei Punkte drüber hat, ist es für mich so, du kannst es so oder so sehen, ja. Auf jeden Fall wirst du immer eine Seite auslassen, und das ist dann die Lüge. Also du bist nicht generell der Lügner, sondern dir muss bewusst werden, dass wenn du die andere Möglichkeit oder die anderen Möglichkeiten nicht hast. Das Wort einfach, schau, all das ganze Gedenken, was wir jetzt so zerdenken, ist vom Tisch, wenn du einfach jetzt das Lug, diese drei Buchstaben nimmst. Du weißt ja, was du alles dabei denkst. Wir können das etymologisch anschauen. Aber du machst es einfach vollkommen rot. Mhm. Dann hast du das Licht. Die 30 auf der 10er-Ebene. Genau. Immer der Gott auf der 10er-Ebene ist ein kleiner Gott. Genau. Ist ein verbundener Geist, eine verbundene 3, eine Synthese, eine absolute Synthese. Ja. Natürlich. Wenn wir ein blaues Licht draus machen, wird es ein aufgespanntes Gehirn. Ja. Ein aufgespannter Verstand. Ja. Aber das kann ich vollkommen wertfrei sehen. Was ist daran schlecht, wenn du zum Denken anfängst? Na, gar nicht. Denn geöffnete Existenz ist wie existierend in hebräischen Wörter geurteilt, ein Urteilen eines Fundamentes. F-Unter. Ja, ja. Und ja, F zur Facette, die unter ist, ist das hier. Und die Rav M, Gestalt gewordene Existenz, heißt der in dem Ur im Hebräischen, sagst du mal etwas Dahlen. Ja. Und das ist jetzt ganz interessant, das Mahn. Von was sollen wir leben, wenn wir aus dem Futterdruck von Ägypten rausgehen? Das ist der Futterdruck der kapitalistischen Welt jetzt. Ja. Von was sollen wir dann leben?
Und was sagt der Moses in meinem Auftrag? Von Mahn. Luther setzt es Himmelsberot. Vom Ha-Himmel, vom Ha-Yom, von dem Meer, von Gott im Adam. Ja. Macht dann Sinn, ne? Oh, ja. Hallo. Und Mens heißt ja Denken. Von was lebst du eigentlich? Du lebst als Geist in dem Moment, wo du zum Denken anfängst, ja, was wir Träume nennen. Darum ist ja das Lechem und Kollam dieselbe Radix. Lechem ist ja das Brot im Adam, ja, Berot. Ja. Mhm. Jetzt macht man natürlich hier diesen Sprung, Rot ist gleich Adam. Adam als Ding an sich selber heißt aber auch Schweigen. Da steckt das Wort Schweigen mit drin. Shin, Waff, seine logischen Verbindungen, seine logischen Shin-Wellen, könnte ich sagen, sind sein eigenes. Mir wird bewusst, dass das, was ich denke, mein Denken ist. Alles, was ich mir ausdenke, sind meine Gedanken. Wobei aber es einen Unterschied gibt. Meine Gedanken. Ja, genau. Ist dir klar, dass dir das ganze ausgedachte, jetzt normal falsch verstandene, ausgedachte Universum, wenn du das denkst, dass dir das gehört? Weil, was ist das Universum jetzt? Was ist die Erdkugel jetzt? Das was ist mir ist deshalb die Erde nicht jetzt? Ja, das stimmt. Ach, du hast recht. Ja, ja. Na klar. Aber ist das nicht erwecktes Wissen, Erde? Ja. Und wer erweckt dieses Wissen in sich, diese Wellen, diese Kugel, die Erdkugel in sich? Du, es ist doch jetzt dein Gedanke. Und ich habe aber keinerlei Erfahrung damit. Deine Gedanken? Ja. Wieso machst du dich so arm und erbärmlich? Weil du immer noch in dem anerzogenen Wahn lebst, dass du ein sterbliches Trockennasenaffentierchen bist auf dieser Kugel, die dir eigentlich gehört. Du bist der Besitzer von dem ganzen Zeug. Aber nicht der Eigentümer. Ein kleines Nichts auf dieser Riesenkugel. Ja, du hast ja recht, aber nicht der Eigentümer. Das heißt, ich habe im Moment doch nicht das Gefühl, dieses Ich bin alles. Ja, warum? Weil du dich noch verwechselst mit dem, was du sein glaubst. Ganz genau. Aber das Geheimnis besteht darin, dass du eigentlich ich bist. Ja, das ist ein Geheimnis, du hast vollkommen recht. Das ist so. Und es wird sich, solange du da noch was zu lernen hast, läuft das Spiel noch weiter. Ist ja auch nicht schlimm. Das klingt so unglaublich jetzt, was ich gesagt habe. Ja. Aber das ist hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar. Sage nicht immer wieder alles, was der Brösel Udo, dieses Pixelmännchen oder in Holofeeling, den du dir ausdenkst, was der dir erklärt, dass du das, es ist keine Frage eines Fürwahrheitenmüssens. Ich beschreibe das, was ist. Ich habe dir soeben gesagt, wem gehören eigentlich deine Gedanken? Wenn du dir jetzt etwas ausdenkst, dann baut sich hier und jetzt in deinem roten Kopf eine Vorstellung auf, die nur deshalb ist, weil du das aus dir herausnimmst und vor dich hinstellst. Du hast vollkommen recht. Das geht sogar, wenn du an eine Erdkugel denkst. Da ich nur nicht das Gefühl habe, darüber Macht zu haben, wird es schwierig, ja, weißt du? Weil du noch in der Geist bist, weil du den Führerscheinprüfungsbogen noch nicht bestanden hast. Du hast diese Prüfung noch nicht bestanden. Und warum hast du die noch nicht bestanden? Weil du dich noch so gerne verlierst in deine eigenen Gedanken. In Einseitigkeiten. Ja, das wird so lange weitergehen, bis du das irgendwann einmal die einfachen Sätze akzeptierst. Die Frage, wenn ich sage, diese Aussagen, die ich jetzt getätigt habe, wenn du die Worte, Vorstellungen machst, dass du der deutschen Sprache mächtig bist, das ist es, ich spreche in ganz einfachen Worten Sachen aus und wenn du diese einfachen Worte verstehst, ist das vom Tisch. Ja, das ist... Frag dich mal, was in dir drin ist, der das nicht wahrhaben will. Der zweite. Es geht nicht darum, um das nicht wahrhaben zu wollen. Es geht nicht um das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Dieser Bestimmer in dir, ich kann doch, ich brauche doch, ich muss doch, ich will nicht. Ich. Das rote Ich ist kein Ich mehr, das du dir ausdenkst. Weißt du, ich hätte mal ein schwarzes Ich hätte ich mal gebraucht. Ja? Also bei mir ist das Ich fast nicht vorhanden. Darum geht es gar nicht. Jetzt einmal, wir müssen jetzt wieder normal reden. In deinem Alter erwarte ich das nach so vielen Jahren im Holofeeling-Studium, erwarte ich das eigentlich schon, dass das zumindest meistens nicht mehr vorhanden ist. Ach so, ob es schon absolut weg ist, dann würdest du jetzt in deinem Fall nicht mehr mit einer Karte konfrontiert. Absolut nicht. Also das ganz sicher nicht, sonst könnte ich ja nicht spielen. Auch Selbsterkenntnis erfordert, das heißt einmal, das zu akzeptieren, was man rein intellektuell schon verstanden glaubt oder ob es wirklich absolut schon verstanden ist. Das ist wahr.
Nur weil dir was logisch erscheint, hast du es noch lange nicht. Jetzt müssen wir wieder unterscheiden, reden wir von blauen oder von roten Dingen, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist, wenn wir von blauen Dingen reden, nur weil dir was logisch erscheint. Jeden Fanatiker erscheint das, was er glaubt, logisch. So ist es. Ganz Aber klar. Es überprüfen kann, ja. In meinem Sinne der Präzision, dann ist die ganze Naturwissenschaft und die Religion vom Tisch. Ja, so ist es. Weil das alles blinder Glauben ist. Es sind Sachen, die du dir ausdenkst und vorstellst, die, wenn du die nicht vom Hörensagen kennen würdest, wenn du die nicht auf deinen Schwamm drauf hast, du von dir aus selber gar nicht drauf kommen würdest, dir so einen Scheiß auszudenken. So ist es. Die Professor Lesch und Konzerten, die ganzen einseitigen politischen oder religiösen Fanatiker. Ja. Egal in welcher Form du dich jetzt vorfindest, in welche Religion du dich zuordnest, sucht sich ja keiner raus. Und immer dran denken, das will ich jetzt der Genauigkeit halber sagen, dass wir hier einen Schwamm haben, und einen Schwamminhalt. Mhm. Das habe ich oft erklärt. Und ja. Der typische Jude mit seiner Judennase oder der typische Arab, dunkle Augen, Schlitzaugen, eigentlich auch hier das Böse, das immer ein Gegenteil gibt. Es gibt so liebenswerte, weiße Moslems in der ganzen Ausstrahlung. Einen habe ich geheiratet. Den Prototypen. Das ist den Prototypen des vorgestellten bösen Juden, den siehst du in den ganzen Karikaturen im Nazireich mit dem Judenstern, wie die da gestellt. Ja, klar. Das ist aber nur die eine Seite, da gibt es eine andere Seite auch. Das ist eben immer diese einseitigen, der böse Nazi. Dasselbe die Darstellung in amerikanischen Filmen, der typische Nazi. Ja, klar. Da hält euch ein. Aber na klar. Ich jedenfalls bin wieder ein Stück weiser oder so. Auf jeden Fall. Das ist ja, du warst doch, mehr um das abzukürzen, das ist einfach eine Gehirnwäsche, die wir immer wieder wiederholen, bis du absolut zu strahlend weiß geworden bist. Ja, das stimmt. Aber das Weiß wiederum ist ja auch wieder, kann man auch blau. Ich weiß, ist Leben. Ja, genau. Es ist aber ein blaues Weiß. Was ja, genau. Interessant ist, dass man in Zahnpasta und in Waschmitteln ja immer kleine Sätze von blauer Farbe mit beimischt, um das Weiß erscheinen zu lassen. Kannst du mal recherchieren, wenn du das nicht weißt. Dass das Blau wirklich, es wird hier in Zahnpasten und auch in Waschmitteln sind Blaufarbstoffe mit drinnen, dass das Weiß weißer erscheint. Das ist dieses blaue Weiß, dieses Leben. Da wird Blau beigemischt, um es weißer erscheinen zu lassen. Ich verzeihe dir als Udo, dass du... Physikalische Licht. Weiß, das weiße Licht, wie man das nennt, was eigentlich ja gar kein Licht ist, das ist ja unsichtbar. Exakt. Genau. Ich verzeihe dir als Udo, dass du nicht weißt, dass ich male. Und insofern natürlich das für mich eines der ersten Dinge war, die ich gelernt habe, dass so in diesem Weiß, das so strahlt, machen die Maler immer einen kleinen Tupfer schwarz oder blau, damit es wirklich blau, strahlt. In der Regel, das Blau ist bekannt. Faszinierend, oder? Abgesehen davon musst du mir nicht etwas verzeihen, ich rede jetzt als Udo, dass ich das nicht weiß, kann ich was dafür, wenn du es mir nicht denken lässt? Nein, du hast ja... Ne, aber so weit sind wir noch nicht. Wir wollen schon bei der Wahrheit bleiben. Ich sage doch immer wieder, ich kann dir bloß das erzählen, was du träumst, was du dir ausdenkst. Ob du das schon bewusst machst, ist eine andere Frage, weil ich unterhalte mich ja jetzt nicht mit einer ausgedachten Karin, sondern mit dem, der mich ausdenkt. Ob du die ganze Zeit jetzt der warst, der mich ausdenkt, oder durch die Brille und die Projektionsmaske der Karin gesprochen hast, das musst du dir selber beantworten. Ich denke, das ist eine Mischung. Und solange das Wenn so ist, bin ich im Spiel. Mischung, eine gesunde Mischung nennt man normalerweise heilige Mischung. Oh, okay. Das ist schön, oder? Ich danke dir. Von ganzem Herzen. Danke. Dido. Spielen wir noch eine Rolle?